Jawohl, wir sind wieder auf Sendung. MMA Love Podcast, Episode 31. Nach einem kleinen Break, der Metz war in der Ferien, darum haben wir keine Picks gemacht. Ich war auch in der Ferien, darum habe ich keinen Podcast gemacht letzte Woche. Jetzt dafür strong bin ich zurück mit der Episode 31. Wer haben wir im Programm? Wir haben ein Interview mit dem Ivan Musardo, der am Wochenende in Bulgarien kämpft. Wir haben ein Interview mit dem Kenji Bortoluzzi, der am Samstag in einer Woche in Deutschland um den Gladiators-Titel kämpft. Und wir haben ein Interview mit dem Yasube Enomoto. Auch er kämpft am nächsten Samstag in Russland gegen den Artur Tumanov, so viel es mir ist. Des Weiteren haben wir ein Interview mit dem Gegner von Kenji Bortoluzzi. Und der heisst, jetzt muss ich rasch anschauen, Rasim Lemberanski. Ist ein Aserbaidschani, kämpft aber in Deutschland. Ja, wenn ihr mal wissen, Team MMA Spirit ist sein Team, wenn ihr mal wissen, was mit ihm so läuft. Voilà! Was gibt es so? Oh, natürlich selbstverständlich noch ein herzliches Dankeschön an unseren Liebling-Sponsor. Wenn ihr mich seht, an irgendeinem Event, Speaker oder irgendwie sonst so ein bisschen dabei sind, dann habe ich meistens das MMA Love Podcast T-Shirt an. Das ist selbstverständlich gesponsert von www.soulcoreware. Der Oli Riesen macht einen super Job dort. Dort gibt es alles zu haben, auch online, über also Artikel zu BJJ, Thai-Boxen und selbstverständlich Mixed Martial Arts. www.soulcoreware.com. Danke Oli Riesen für deinen geilen Job und die geile Liebli. Aha, voilà. Vor, wenn es immer war, am 28. September, ist jetzt auch schon eine Weile her, ist MMA Love Podcast on Tour gewesen. Wir sind ins schöne Dornbirn, ins nachbarschaftliche Österreich gegangen, haben dort ein MMA-Event gesehen, der Westside Fighting Challenge. Ihr seid natürlich auch informiert gewesen, wir haben diverse von diesen Kämpfen dort im Programm gehabt mit Interviews. Was ist dort gelaufen? Amateurkampf, mal kurz, da war zu nennen, der Scheck in DIA von Mike in Jiu-Jitsu hat den Burkhard Fetsch von Carson Gracie Österreich geschlagen. Peter Böhm vom Team Frontera Deutschland gönnt gegen den Alfred Kachira vom Ronin-Team aus der Schweiz. Der Alfred Kachira ist eigentlich ein Pechvogel da im Amateur-MMA, ich glaube, und ich habe es ihm nachher auch gesagt, erstens mal Ganggewichtsklasse runter, da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Gewicht-Spatzig. Und vor allem, geh ins Profilager. Du musst prügeln können. Das mit dem Grappler am Boden ist, glaube ich, nicht so dein Ding. Patrick Notschulak vom Fox Gym schlägt den Magomed Jamulayev vom Carlson Gracie Österreich. Daniel Rachunek vom Body Gym in St. Gallen. Shoutout to the Body Gym. Siegt gegen den Bekan Gadaev vom Fox Gym. Und der Yannick Durst, Carlson Gracie Österreich, gönnt gegen den Michel Etlen vom German Top Team. Das waren mal die Amateurkämpfe, dann Profikämpfe waren der Daniel de Maddalena vom Icon Jiu-Jitsu. Und Icon Jiu-Jitsu hat schon ein unheimlich starkes Team. Die haben alle ihre Profikämpfe gewonnen. Er gönnt gegen den Sergei Lokhov vom Sterling Cage nach 21 Sekunden in Runde 2 durch Guillotine Submission. Der Cedric Rosco, er ist Talent, auch Icon Jiu-Jitsu, er gönnt gegen den Lukas Kreuz. Jawohl, der, was ist er? Sturm Graz-Fan vom Fox Gym aus Wien nach 3,45 in der ersten Runde durch Submission, Triangle Choke. Dann der Laurent Béranger, auch ebenfalls er, Icon Jiu-Jitsu, sie merken schon, oder ihr merkt schon, die räumen ab, gönnt gegen den Matto Zilic vom Fox Gym nach 1,59 in der ersten Runde durch Mataleau. Dann der Marco Kovacevic vom MMA Genf, der gönnt gegen den Dejan Orsolic vom Fox Gym nach 1,41 in der zweiten Runde durch Submission Armbar. Und jetzt der Urs Pablo Ortmann, gar nicht gewusst, was der Pablo heisst. Urs P. Ortmann vom Fight Gym Aarau gönnt in über 3 Runden nach Punkten gegen den Stefan Meyer vom Team iMac aus Wetzikon. Eine unheimliche Schlacht. Ich muss sagen, der Urs Ortmann hat den Kampf dominiert, aber der Stefan Meyer hat mich also beeindruckt. Er hat nicht aufgegeben und hat alles gefressen, was da ihm entgegengesetzt worden ist. Ein Hammerkampf, wie gesagt, das ist so ein bisschen, für mich so ein das persönliche Main Event gewesen. Und also der Kampf, der hat geliefert, was er versprochen hat. 3 oberharte Runden.
Im Co-Main-Event haben wir den Sascha Massafra kurzfristig eingesprungen vom KS Gym in München. Er gewinnt gegen den David Moscatelli vom MMA Genf nach 3:30 in der ersten Runde durch Kimura Submission. Und im Main-Event vom Abend dann der Ardian Gashi vom Fox Gym Wien gewinnt gegen den Kevin Maras vom Carson Gracie Zürich nach 3 Minuten 10 in der ersten Runde durch Knockout. Alles in allem ein geiler Event gewesen. Mal cool so, nicht irgendwie eingebettet, so dass zwei, drei MMA-Kämpfe irgendwelche Thai-Box-Kämpfe eingebettet, sondern nur Mixed Martial Arts. Und also ein riesen Kompliment an das Team da vom Westside Fighting Challenge für das erste Event. Ist also super geil organisiert gewesen. Sie sind immer da gewesen, wenn man irgendetwas hat müssen wissen, fragen und so. Haben das wirklich geil gemacht. Und ich hoffe, es heisst ja WSFC 1 und ich hoffe doch ganz schwer, es gibt ein WSFC 2. Der E-Garten hat mir gesagt, einer der Veranstalter, sicher machen sie im nächsten Jahr ein Event, vielleicht sogar zwei. Wir sind auf jeden Fall dann wieder dabei, wenn es heisst Westside Fighting Challenge im schönen Dornbirn oder wo dann auch immer das stattfindet. Voilà, das war mal das gewesen. Übrigens, wenn ihr mehr Informationen habt, dann geht doch auf www.wsfc.at, www.wsfc.at. Ich glaube, im Facebook sind es auch Westside Fighting Challenge. Voilà. Was haben wir sonst noch gehabt? Swiss Las Vegas sind wir gewesen. Oh ja, das war ganz geil gewesen. Am letzten Samstag, da hat Benjamin Brander gekämpft. Hat seinen Kampf gewonnen gegen den Florent Frottel. Wie hat er, glaube ich, geheißen? Harter Kampf gsi. In der ersten Runde ist der Benny seinen Gegner am Rücken gehabt und hat unheimlich schwer müssen gegen einen Rear Naked Choke kämpfen. Und der Benny hat da einfach gezeigt, er hat nicht wollen verlieren. Er hat es durchgestanden. Er hat den Arm immer wieder weggenommen. Es ist wirklich zum Teil ist fast hoffnungslos gsi. Und dann hat er gedacht, Mann, nein. Und so und dann kurz vor Ende von der ersten Runde hat er dann das Blatt noch kehren, hat da noch ein paar Mal ein bisschen Ground and Pound gemacht, hat dann nicht mehr für viel gelangt. In der zweiten Runde hat man gemerkt, irgendwo ist die Luft beim Franzosen vielleicht ein bisschen raus gewesen und der Benny hat jetzt Blut geschmeckt. Es war Blut im Meer gewesen, im Wasser gewesen. Und wie er ist, hat er dann den Takedown gemacht, ist oben gewesen, Ground and Pound und die Submission ist dann gekommen. In einem anderen Kampf da hat Gregor Weibel, auch er, wie der Benny, vom Frotta-Team Nogueira Zürich, gegen einen Georgier gekämpft, der kurzfristig eingesprungen ist. Und hat dort auch einen Hammerkampf gezeigt. Der Georgier war sehr unangenehm, hat sofort versucht, den Gregi am Boden abzunehmen. Gregi hat sich gut verteidigt. Und dann hat es dann aber gleich geschafft, den Gregi am Boden abzunehmen. Aber in richtiger Jiu-Jitsu-Manier hat er sofort das Bein über die Schulter genommen, einen Triangle Choke angesetzt, den durchgezogen und der Tap ist gekommen. Gratulation an Benny Brander und an Gregor Weibel. Irgendwann werden wir Gregor Weibel mal noch im Interview haben. Hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, aber das kommt dann sicher noch. Et voilà! Dann, was haben wir noch gehabt? Oh, natürlich, ganz klar, das UFC-Debüt von Igor Araujo. Da wollte ich eigentlich sowieso noch so ein bisschen darauf eingehen, auf die Veranstaltung, allerdings auch nicht allzu detailliert. Er hat sein Debüt gemacht gegen den. Ich hasse es gerade. Gegen den Ildemar Alcantara. In der ersten Runde hat er ein bisschen Mühe gehabt, hat es so ein bisschen ausgesehen, wie ein Ildemar Alcantara, das ein bisschen die Oberhand hat. Aber irgendwie nach Ende der ersten Runde, denke ich mal, ist beim Ildemar auch ein bisschen die Luft durch und der Igor Araujo ist dann ganz stark gekommen, hat die zweite und die dritte Runde klar gewonnen. 29-28 auf allen Punktezettel und somit der erste Sieg für den Igor Araujo aus Genf. Und vor allem das war eben noch geil, als der Bruce Buffer ihn announced hat und so, hat er gesagt, irgendwie aus glaub's Rio de Janeiro, by way of Geneva, Switzerland. Doch mal das erste Mal in der UFC der Name Switzerland gefallen und das ist doch, das hat einem ein bisschen gut da. Es ist, das verlangt so ein bisschen nach mehr. Es gibt so ein bisschen Lust auf mehr. Wir werden es sehen, vielleicht werden wir irgendwann mal noch einen zweiten Schweizer Kämpfer im UFC begrüßen können.
Voilà, was ist sonst noch gelaufen? Ich möchte gar nicht allzu gross eingehen auf Ultimate Fight Night. Der Alan Patrick, der Brasilianer, gewinnt gegen den Garrett Whitley durch TKO in Runde 1. Der Chris Carriasso gewinnt mal in der UFC gegen den Ilar de Santos durch TKO in der zweiten Runde. Der Jan Cabral, der Jiu-Jitsu-Expert, gewinnt gegen den David Mitchell durch Unanimous Decision. Er hat einen total dominierten Boden. Der Rafael Sanzau gönnt für mich ein bisschen überraschend gegen den TJ Dillashaw durch Split Decision. Ich habe eigentlich nach 3 Runden den TJ Dillashaw vorne gehabt, mit 29 zu 28 Judges haben es anders gesehen. Aber es war wirklich ein ganz enger Kampf gewesen, darum hat eigentlich das Resultat so okay gewesen. Für den Rafael Sanzau natürlich ein riesen Schritt in Richtung Titel. Der TJ Dillashaw hat mir gemeint, wenn er den Kampf gönnt und so, dann ist er wahrscheinlich noch ein Kampf oder so, oder vielleicht nicht einmal ein Weg vom Titelkampf. Jetzt hat er verloren, es bindet ihn zurück. Und das ist natürlich der erste Alpha-Male-Kämpfer, der im UFC-Octagon verliert, seit der Dwayne Bang Ludwig dort das Zepter schwingt. Die werden natürlich verhindern, dass das ein Trend wird. Wir werden es sehen. Der Rafael Sanzau, ja, ein weiterer Schritt Richtung Titel. Titelkampf gibt es wahrscheinlich noch nicht gerade. Er sagt, er schaut das als ein Halbfinal an und das andere Halbfinal sagt der Uriah Faber gegen Michael McDonald. Und der Sieger von dem Kampf würde er gerne quasi im Finale um den Nummer 1 Herausforderer kämpfen. Und dann Titelkampf finde ich noch bescheiden. Er hätte eigentlich gar können sagen, hey, ich möchte gegen den Champion kämpfen. Er hat gesagt, für ihn der richtige Champion ist der Herrn Barrow, hat sehr Respekt vor ihm, weil er ist der, der quasi seinen Titel, so Interim-Titel, aber er verteidigt ihn. Er hat aber auch Respekt vor dem Dominic Cruz. Wir werden jetzt sehen, wer es schlussendlich ist und wann. Dann, der Husimar Paul Harris ist ins Weltergewicht gewechselt. Vom Mittel ins Weltergewicht. Hat dort den Mike Pierce mit einem Heelhook geschlagen nach 31 Sekunden. Das war eine ganz blitzschnelle Angelegenheit gewesen. Der Kampf selber eigentlich schon. Nur dann ist der Husimar Paul Harris eben der Husimar Paul Harris gewesen, den man eben nicht so gerne hat. Er hat wieder einmal, was scheinbar auch beim Grappling-Turnier passiert und er auch schon mal im UFC gemacht hat, er hat die Submission einfach nicht losgelassen. Er hat den Mike Pierce, wie gesagt, in einen Heelhook gehabt. Der Mike Pierce hat tappt, hat sogar geschrien vor Schmerz und so. Okay, gut, dort hat er noch nicht losgelassen. Das hat den Grund, dass ja schon der Herb Dean quasi sagt, hey, hör erst auf mit deiner Submission, wenn der Schiri kommt. Der Schiri ist dann aber gekommen, ist reingegumpet, aber er hat immer noch, und wenn man ganz genau schaut, in der Wiederholung, hat erstens mal immer noch durchgezogen, er hat sogar noch den Arm also ein bisschen justiert, dass er noch ein bisschen mehr unter den Fersen gekommen ist und dann nochmal richtig durchgezogen. Der Mike Pierce, wie gesagt, war immer noch am Tappen und am Schreien gewesen. Total unverständlich. Jiu-Jitsu-Welt, MMA-Welt ist fassungslos gewesen. Diverse Tweets und so, was das soll und so. Das ist einfach irgendwie ein Benehmen, das unprofessionell ist und irgendwie braucht es nicht. Es hat einen riesen Aufruhr gegeben. Der Dana White hat reagiert und hat gesagt, erstens einmal zahlen wir am Husimar Paul Harris nicht die $50,000, die er als Submission of the Night eigentlich überkommt, weil er die einzige Submission war. Und es gab einen Tag später oder so, hat der Dana White gesagt, weißt du was, wir brauchen den Typ eigentlich überhaupt nicht, du bist weg. Ich weiss nicht, er hat gesagt, eine Live-Ban, also quasi gesperrt fürs Leben, aber das, ja, Experten oder andere sagen da, das wird wahrscheinlich nicht so sein, eventuell kann er dann schon wieder mal zurück ins UFC, aber mal vor der Hand ist er gesperrt. Bellator hat kein Interesse, vielleicht World Series of Fighting, wer weiß. Wir werden jetzt sehen, auch ich finde es total unnötig, was er da geboten hat. Das ist sowieso ein ganz gefährlicher Submission Heelhook. Ich meine, man kann dort wirklich an einem Gegner das Knie schliessen und der kann vielleicht, also der hat dann vielleicht irgendwie 6 bis 8 bis 9 Monate Reha, wenn er überhaupt wieder mal kämpfen kann und so. Und ich finde irgendwie, das Tap, also das Abklopfen, ist irgendwie etwas, ist wie eine heilige Kuh. Wenn man abklopft, ist fertig. Wenn man dem nicht mehr vertrauen kann, dass der andere dann nicht aufhört und so. Ich weiß nicht, was man dann kann. Der Schiedsrichter gumpelt sofort rein, er macht auch sein Möglichstes. Der andere zieht einfach weiter durch. Völlig unverständlich. Ich weiß nicht, was mit dem Typ los ist. Der Bustamante, der Head Coach vom Brazilian Top Team, das Ex-Team vom Toquinho,
hat auch gesagt, er hätte so viele Trainingspartner in der Vorbereitung nämlich verletzt und immer wieder hätte er die Lampen bekommen wegen dem und so. Und ihm hat es dann auch irgendwann gestunken. Der Toquinho ist dann zum Team Nogueira, zum Blackhouse gegangen. Ich weiß nicht, ob es dort dann weitergegangen ist. Vor der Hand ist er gesperrt. Finde ich auch okay. Finde ich auch okay, dass er keine Kohlen bekommen hat. Und der Chad Dundas vom Co-Main Event Podcast hat gesagt, ich kann es wirklich nicht verstehen, weil der Typ kommt aus ärmsten Verhältnis in Brasilien. Und ich meine, der kann wahrscheinlich sonst wirklich nichts und kämpfen ist irgendwie das, was ihm irgendwo durch eine neue Zukunft kann bieten. Und wenn du dann irgendwie so Zeug machst und dir einfach den Weg verbaust, kann man irgendwie nicht verstehen. Voilà. In einem weiteren Kampf, der Fabio Maldonado gegen den Joey Beltran durch Split Decision. Ist ein komischer Kampf gewesen, meistens im Stehen. So ein bisschen, du gibst mir eins, ich gebe dir eins. Der Fabio Maldonado hat dann vielleicht ein, zwei mehr gegeben. Voilà, so weit ist es zu dem gekommen. Der Thiago Silva, der das Gewicht nicht gebracht hat, wo statt 206, 208, 2 Pounds Overweight war und das auch nicht mehr abgenommen hat, hat durch Unanimous Decision gewonnen gegen den Matt Hamill. Der Matt Hamill hat das Comeback gegeben. Er ist der gehörlose Ringer, den man vom TAF kennt, der auch diverse Mal im UFC gekämpft hat. Wo der letzte war, wo der John Jones besiegt hat, allerdings durch Disqualifikation. Er ist nach ca. einem Jahr, hat er sein Comeback jetzt gegeben. Sein ehemaliger Coach, der ihn quasi seine ganze Karriere begleitet hat, hat gesagt, weißt du was, ich finde es total scheiße, was du machst und darum, ich möchte nicht Teil von deinem Comeback sein, musst noch jemand anders trainieren. Hat wahrscheinlich irgendwo durch Recht gehabt, weil der Matt Hamill hat einfach überhaupt nicht ausgesehen wie der Matt Hamill, wie wir ihn kennen. Null Spritzigkeit, fast keine Takedowns, kein Takedown-Versuch, überhaupt keine Takedowns. Hat irgendwie wollen Stand-Up machen mit dem Thiago Silva, was sicher eine schlechte Idee ist. Thiago Silva hat ihn auseinandergenommen. Ja, eigentlich klare Sache. Dong Young Kim gönnt gegen Eric Silva im Co-Main Event. Eric Silva jetzt, glaube ich, 2-2 im UFC. Ja, jetzt muss man mal sagen, der ist mit riesen Vorschusslorbeeren gekommen. Und jetzt sieht es wirklich auch nicht mehr so gut aus für ihn. Dong Young Kim, für ihn sieht es sehr gut aus. Ein weiterer Schritt in die vielleicht Top 5, Top 4 vom Weltergewicht. Wobei man muss sagen, die erste Runde hat der Dong Young Stun Gun Kim gewonnen. In der zweiten Runde ist er dann aber langsam so ein bisschen, er hat recht ein paar bekommen, ist nicht mehr so frisch auf der Beine und so. Und dann hat es einen von denen Exchanges gegeben, wo es gleichzeitig schlägt. Und der Dong Young Kim hat einfach ein Mühe zuerst getroffen. Und BAM hat Eric Silva gerade ausgenockt. Im Main Event Jake Shields hat gegen Damian Maia gewonnen durch Split Decision. Viele haben gesagt, der Kampf war ein bisschen langweilig. Ich habe ihn sehr interessant gefunden. Es war so ein bisschen eine Schlacht von wer macht den Takedown und wer ist nachher oben. Weil wenn der Jake Shields da oben war, dann hat er den Damian Maia eigentlich nicht mehr rausgelassen und umgekehrt genau das gleiche. Ich habe jetzt auch hier punktemäßig den Damian Maia vorne gehabt. Jake Shields gönnt die erste Runde vielleicht für den Damian Maia, zweite und dritte für den Jake Shields, vierte wieder für den Damian Maia, dann ist 2-2 für die letzte Runde und die letzte Runde habe ich dem Damian Maia gegeben. Der Jake Shields hat es bekommen, da kann man auch nicht grausam protestieren, das war wirklich ein sackengen Kampf gewesen. Der Damian Maia wird jetzt ein bisschen zurückgebunden, ist im Titelrennen und so für den Jake Shields. Ja, ist eigentlich schwierig, was macht man jetzt mit dem, oder? Gegen den Champion in dieser Gewichtsklasse, gegen den George St. Pierre, hat er schon mal gekämpft, hat dort ziemlich klar verloren. Also im Titelkampf wird wahrscheinlich auch nicht gerade so ein bisschen um die Ecke sein, wird sicher noch ein, zwei Kämpfe müssen machen. Gegen wer, das werden wir sehen. Ist alles in allem ein guter Event gewesen, volles Stadion in Sao Paulo, Barueri, José Correa Gymnasium, Barueri, Sao Paulo, Brasil. Ich glaube, nächstes Jahr gehen sie irgendwie pervers, ich glaube 12 oder 13 Mal auf Brasilien, die UFC. Also, ja, ist sicher ein Ort, wo man wieder hingehen kann. Das wäre es einmal für den Recap, was da so ein bisschen gelaufen ist, MMA-mäßig. Und darum gehen wir jetzt in die Interviews. Et voilà. Oder vielleicht zuerst noch, das habe ich eigentlich am Anfang vergessen. Ich wäre immer dankbar mal für Feedback oder für Ideen oder für Fragen, die ihr habt oder so. Schreibt doch die mmalovepodcast@gmail.com. Folgt uns auf Facebook mmalovepodcast, Twitter mmalovepodcast oder Instagram mmalovepodcast. Wirklich, es wäre cool, wenn man mal so ein bisschen Diskussion, so ein bisschen etwas zustande kommt, so ein bisschen Fragen oder irgendwie Anregungen, Anmerkungen, egal was.
Super, danke vielmals. Das wäre es eigentlich gewesen. Wie gesagt, darum gehen wir jetzt in die Interview-Section von dem Podcast. Et voilà. Das erste Interview, das ich gemacht habe, da musste ich ein bisschen an einen speziellen Ort gehen. Und zwar sind wir hier bei der Performance Academy in Zürich. Ich musste das machen, weil irgendetwas mit der Telefonverbindung hat nicht geklappt. Und ich wollte gleich unbedingt das Interview machen. Es ist wichtig, es ist interessant, was läuft und so. Ich bin hier mit dem Ivan Musardo. Er kämpft diesen Samstag, und zwar nicht irgendwo in der Schweiz, sondern in Bulgarien kämpft er. Und wie genau seine Vorbereitung läuft und so. Und was er sonst so vorhat. Er ist gerade ein bisschen... Wahrscheinlich eher ein bisschen unleidig, weil er muss noch Gewicht abnehmen. Und das ist ja meistens ein Prozess, der so ein bisschen hart ist. Ivan, wie geht es dir gerade im Moment? Salut zusammen, ja, geht mir eigentlich nicht schlecht, gut. Von dem her, dass ich seit 2-3 Wochen nicht richtig esse, aber es geht gut. Das Gewicht machen ist immer so ein bisschen etwas Mühsames, oder? Ist das etwas, wo du Schwierigkeiten hast damit, oder ist das einfach part of the game? Ich hasse es, aber ja, es ist der Job zu machen und ja, da versucht man so gut wie möglich zu machen. Wie bereits gesagt, du kämpfst den Samstag in Bulgarien. Wo genau in Bulgarien? Das ist in der Hauptstadt Sofia. Da kämpfst du um ein Event. Ich muss sagen, eigentlich wüsste ich gegen wer und was das Event ist, aber ich habe meine Facts nicht dabei, da ich jetzt da eben nicht bei mir da im schönen Büro sitze. Hilf uns doch mal schnell auf die Sprünge, der Gegner ist... Nikolai Valentin. Und ja, Real Pain Challenge. Ja. Genau, Real Pain Challenge hat natürlich noch einen sexy Namen und so. Ich hoffe, das wird nicht ein Real Pain für dich. Du hast mir vorher gesagt, ihr kämpft nach Pride-Regeln. Ja, genau. Das ist so dort in diesem Event, Real Pill Challenge. Und ja, wie die alte Zeit, Pride-Seite wird schön da Stump-Kicks geben und Soccer-Kicks und all das schönes Zeug. Auf die Kajelenbögen. Hast du jetzt da speziell vorbereitet auf irgendwie mögliche Stumps oder vielleicht auch, dass du irgendwie kannst etwas diesbezüglich machen? Ja, ich bin sowieso immer spitz auf das. Ich bin seit ich das kenne, habe ich breit geschaut und ja, immer wieder die Techniken geübt und wirklich spitz drauf gewesen, die mal richtig auszuüben. Tönt interessant, tönt aber auch gefährlich, wenn man Brian kennt. Da hat es dann ein paar ganz wüste Sachen gegeben. Was kannst du uns über deinen Gegner erzählen? Ja, es ist wieder mal ein grosser, lange Reichweite. Und ja, guter Kickboxer, ist nicht schlecht in der Defense. Sechs Boden-Defense, Ringer-Defense. Ja, kann einfach Pflaster sein. Du hast deinen letzten Kampf verloren im Strength and Honor, ist das korrekt? Ja, das ist ja so. Wie wichtig ist es da für dich jetzt der Sieg? Ja, der ist verdammt wichtig. Ich muss gewinnen. Ich meine, ich muss jeden Fight gewinnen, aber jetzt ist natürlich sehr wichtig, dass ich wieder auf Sieger vom Siegerweg komme. Und ja. Ist das der letzte Kampf für dich dieses Jahr oder wirst du bis im Dezember noch mehr kämpfen? Also ich tue nie gerne über weitere Fights reden. Man weiß ja nie, was passiert, aber es kann sein, dass ich andere Fights noch habe bis Ende Jahr. Aber eben ist noch nicht sicher da. Sonst bist du auch auf Brasilien gegangen für die Vorbereitung und so für andere Kämpfe. Wie sieht es das mal aus? Ja, das Mal habe ich mich hier in der Schweiz vorbereitet. Es war nicht so kalt gewesen, wie sonst im Winter, aber ja, ich habe mich hier vorbereitet. Gutes Kondi-Training gehabt, gute Sparringspartner und ist eigentlich alles nach Plan gelaufen und ich fühle mich eigentlich am fittesten seit eh und je. Auf dem Facebook hat man gesehen, du hast eine neue Freundin. Ist das jetzt anders, wenn man da so ein bisschen sich vorbereitet? Nein, die habe ich wieder weggeschickt. Die ist nicht mehr rum, jetzt die letzten 2 Wochen. Aber ja, ist natürlich schon anders.
Aber wie gesagt, die letzten drei Wochen sind scheinheilig und da bin ich ganz alleine. Aber weggeschickt, nicht aus deinem Leben, oder? Nein, nein, sicher nicht. Das ist immer noch mio amore. Amore mio. Ihr seht es natürlich jetzt nicht, aber der Ivan sitzt da, das Icon Jiu-Jitsu T-Shirt da. Das ist einmal etwas, was man so ein bisschen Jiu-Jitsu-Schule begreifen. Das ist auch noch interessant. Ja, ich habe es eigentlich einfach so heute aus dem Schrank rausgenommen, aber wir arbeiten viel zusammen mit der Icon, mit dem Professor Anderson Pereira von Genf und ja, ist natürlich immer eher das zu vertreten, Frotta, Icon, Jiu-Jitsu, oder? Jetzt kommt natürlich immer wieder die Frage, die gleiche, die hast du wahrscheinlich schon 100.000 Mal gehört, aber wie sieht es aus mit dem eventuellen Engagement bei der Organisation mit den drei Buchstaben? Wie gesagt, eben, ich rede nur immer von meinen nächsten Fights und das, was kommt, das kann ich wirklich nicht sagen, das steht in den Sternen und wir arbeiten hart dran, Tag und Nacht. Wie gesagt, MMA-Job, 24-7-Job und ja. Ja, ja, für die, die meinen, das ist einfach nur so ein bisschen in den Ring steigen und ein bisschen etwas kämpfen, das ist extrem viel Arbeit dahinter. Man sieht es dir auch an, du siehst recht gezeichnet aus, wahrscheinlich auch von dem Weightcut. Was läuft jetzt noch so ein bisschen in den letzten Tagen vor dem Kampf? Ja, jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen Wasser verlieren und ja, morgen schwitzen, Abend schwitzen, ein bisschen etwas essen und und ausruhen, ja. Mehr nicht. Wann gehst du auf Bulgarien? Morgen. Mittwochmorgen. Gibt es nicht auch irgendwie ein Gym, das du dich vorbereiten kannst? Weißt du schon etwas von den Organisatoren? Oder wie läuft das amigs? Ja, ich gehe. Wir gehen wahrscheinlich im Gym, wo ich schon mal dort war. Und ich weiss jetzt zwar den Namen nicht mehr. Sorry. Aber ja, Mr. Augusto weiss alles, der jetzt gerade reingeschrien hat. Super. Ivan, wir wünschen dir alles Gute noch in den letzten Tagen vor deinem Kampf. Und selbstverständlich für den Kampf auch. Und wir hören sicher wieder von dir, wenn es dann durch ist. Und über irgendwelche Zukunftsprojekte, wo du jetzt nicht willst, darüber reden. Sicher. Also, ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Das war der Ivan Musardo. Für mehr Informationen geht auf seine Facebook-Seite Musardo Greco Ivan und Greco mit 2C. Oder folgen ihm auf Twitter, Ivan Musardo. Ganz simpel. Viel Glück ihm am Samstag in Bulgarien für seinen nächsten Kampf. So, und jetzt haben wir einen ganz interessanten Kämpfer hier am Apparat. Und zwar kämpft er am GFC am 26. Oktober in der Stadthalle Grünsfeld, Germany, um den Gladiator Fighting Challenge Championship Titel. Kenji Bortoluzzi, riesen Talent in der Schweiz. Haben wir schon mal auf der Couch gehabt bei mir daheim mit dem Severin Herring vom Body Gym. Wie gesagt, er kämpft am, ja, jetzt ist in zwei Wochen circa. Kenji, willkommen zurück zum MMA Love Podcast. Wie läuft es so? Ja, tipptopp, gut, viel trainieren. Jetzt machst du deinen zweiten Kampf als Profi und bist schon in einem Titelkampf. Das ist jetzt recht schnell gegangen. Wie ist das gekommen? Ja, das ist wirklich ein schnell gegangen. Es war ein bisschen so, wir haben uns dort gemeldet, wir können dort kämpfen. Mhm. Und dann haben sie dann bestätigt, dann haben sie den Gegner bekommen und dann haben sie aber irgendwie nach zwei, drei Wochen haben sie mal noch gefragt, wie fit das ist und so. Und ob ich nicht lieber jetzt gegen den kämpfe, dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, oder? So ist es eigentlich zustande gekommen. Jetzt muss man sagen, das ist ein Titelkampf gegen den amtierenden Champion. Geht jetzt das über 5 Runden? Es sind 5 Runden angesetzt, ja. 5 Runden. und jetzt mal unter uns, bist du fit? Ich bin fit, ja. Jetzt bin ich wirklich fleissig am Trainieren, immer. Wenn ich nicht gerade am Arbeiten bin, bin ich am Trainieren. Und darum denke ich, kommt da gut, mal. Wenn man jetzt null Erfahrung hat mit 5 Runden, man hat jetzt Erfahrungen mit 3, das hast du jetzt einmal gemacht, das ist über die volle Distanz gegangen. Ich meine, das waren nur 2. Das war sogar nur 2, genau, stimmt, das war 2x5. Jetzt,
Wie weiss man, dass man da jetzt mag und dass da alles im grünen Bereich ist? Ja, man tut sich halt ein bisschen spezieller vorbereiten. Also im Training sicher hängt man ein bisschen mehr Runden an und ja, man versucht halt so gut wie möglich zu imitieren, oder, im Training. Okay. Aufs Training werden wir dann noch zu sprechen kommen, das war ja relativ speziell gewesen. Aber zu dem kommen wir nachher nochmal. Dein Gegner ist der amtierende Gladiator Champion, es ist der Rasim Lemberanski, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er kommt aus Aserbaidschan, aus Baku, also lebt in Deutschland, kämpft dort beim Team MMA Spirit, dort sind doch einige gute Leute daheim. Er hat einen Kampfrekord von 5 Siegen, 4 Niederlagen. Was kannst du uns über ihn sagen? Ja, eben. Ich weiß sicher, dass er mehr Erfahrung hat als ich. Und dass er schon viel gekämpft hat. Ich habe schon ein paar gesehen mal im Internet. Halt einfach ein zähes Sieg ist ja sicher. Das ist ein guter Test für mich. Okay. Ich habe jetzt mal seinen Kampfrekord ein bisschen genauer angeschaut. Siege sind meistens gegen Leute gekommen, die jetzt vom Kampfrekord, von der Kampfbilanz her, jetzt auch nicht wahnsinnig toll sind. Und Niederlagen sind meistens gegen Leute gekommen, dann, die eben auch schon ein bisschen mehr gewonnen haben als verloren. Die letzten 4 Kämpfe hat er allerdings gewonnen. Was ist er so vom Stil her? Was ist er so für ein Typ? Ja, wie sieht denn so ein? Ja, er ist früher mal Judo, also er hat mit Judo glaube ich angefangen. Ist ja schwierig zu sagen, ich glaube, er fühlt sich überall wohl, aber ja, mal schauen, wie er sich anstellt, dann weiß ich es noch nicht genau. Okay. Hast du da einen Gameplan zusammen geschustert oder sagst du einfach mal, du, es gab 5 Runden, in der ersten schaue ich mal, was läuft? Ja, ein kleines Gameplan habe ich sicher, ja, aber der wird man dann sehen, wenn ich ihn durchbringe. Das ist, ja. Das ist schon klar, den wolltest du natürlich jetzt nicht verraten, das haben wir auch nicht wissen, aber einfach, dass du hast schon einen Gameplan, du hast schon... Ja, ich habe natürlich schon studiert, ich meine, ja. wenn man schon kennt und schon Videos gibt von ihm, dann tut man es natürlich auch, oder? Ja, das ist noch gut für dich, da gibt es nur ein Video wahrscheinlich, ja? Über dich gibt es nur einen zum Anschauen. Ja, von mir gibt es schon 1, 2, das sind schon alte halt, oder? Ja. Wenn man jetzt beim Sherdog kann man sich das Foto anschauen von ihm und da hat man das Gefühl, es ist ein Schwergewicht. Weil er sieht recht breit aus im Oberkörper und so. Ich meine, bringt er überhaupt 145 Pfund? Das kann man fast nicht vorstellen. Oder ist er recht klein, ist 1,70. Also das ist, ja, ist relativ klein. Ja. Ja, du, ich hoffe jetzt mal schon, also, dass es das Gewicht bringt. Ja. Ich versuche es natürlich auch zu schaffen. Ja. Wie gross bist denn du eigentlich? Ja, ich bin ein bisschen grösser, so 1,74, sowas. Vielleicht knapp 75. Okay. Also ein leichter Vorteil von der Größe her. Ein leichter Vorteil. Mit dem Gewicht stimmt es so ein bisschen? Bist du langsam so ein bisschen auf Kurs, oder? Ja, ich komme langsam, ja. Ich nähere mich langsam, ja. Okay. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay. Übrigens, apropos Sherdog, wenn man da bei dir jetzt hingeht, dann stößt man auf gar nicht viel. Age steht nicht, die Größe steht nicht, steht nicht, dass du im Bodygym bist, steht nicht, von wann du kommst. Es hat eigentlich ein Foto. Ja, ein Foto. Kenji. Da müssen wir etwas machen, oder? Ja, sag nicht. Das ist ja Branding Null. Ja, wir machen das. Du musst denen einfach die Info verschicken. Du musst einfach sagen, ich bin der Kenji, da ist das Foto, da ist das, ich bin auf dem Sherdog, dann dort und dort. Ja, gut. Kein Problem. Weil dein Kampf ist ja eingeschickt worden, das macht damals der Dres von Shoto. Darum steht da der Vinko Roditi drin. Ja, anyway, auf alle Fälle, das ist einmal das. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Vorbereitung. Die hast du nämlich nicht nur in der Schweiz gemacht und das ist ja super interessant. Dann erzähl uns mal, wo bist du hingegangen? Ja, ich bin das ist jetzt auch schon wieder 2 oder 3 Wochen her, bin ich in Amerika zu trainieren. San Diego und Sacramento. Aha. Und ja, halt mit guten Leuten und so und habe viel gelernt und ja, das war ein bisschen das Team.
Mit wem hast du denn in Sacramento trainiert? Dort bin ich beim Alpha Male gewesen. Aha. Alpha Male, ich glaube, sie kennst, nehme ich an. Hast du gehört, ja. Ja, hast du gehört. Ja, Dwayne Ludwig, Head Coach, jetzt neu dort. Aha. Ja, die haben ein super Team, die wirklich sind auch gut. Ist auch gut gewesen, weißt du, alle ein bisschen im Gewicht. Mhm. Natürlich alle super starke Ringer, oder? Und ja, hat Spaß gemacht mit denen, auch freundlich alle wirklich. Also da hast du jetzt mit dem Uriah Faber, TJ Dillashaw, wer ist dort noch, Jess Benavides? Ja, der zu mir, ob der ist jetzt nicht rumgegangen gerade, aber Benavides ist nicht dort. Ja, wirklich gerade im ersten Training habe ich gerade mit dem Faber ein bisschen drillen und ein bisschen Lichtsparen machen. Das ist eigentlich, ja, freundlich halt auch, Menschen wie mir, oder? Ja. Das ist eine gute Sache jetzt. Wie hast du das eingefädelt? Kannst du einfach vorbeigehen und sagen, grüezi, ich bin der Kenji, ich trainiere jetzt da mit? Ja, ich habe über Mail habe ich Kontakt gesucht, habe ich da den Manager und so, also vom Gym, habe ich geschrieben. Die haben so Fighter Houses, also die stellen den Kämpfer die Wohnungen zur Verfügung, oder? Aha. Dann bin ich eigentlich bei einem von den eben Schiffen vom Gym, bin ich daheim in einer kleinen Wohnung gewesen. Wow. Das war top gewesen, ja. Und, okay, und wie ist es so ein bisschen, wenn man mit diesen Pros trainiert, haben die irgendwie Berührungsängste, denken die so, ja, den kenne ich nicht, weiß nicht, was das für einen ist? Ja, eher umgekehrt. also man hat so ein bisschen, auch wenn es, ja, also, sind ja noch Menschen, man hat gleich ein bisschen Respekt, wenn man so mit denen trainiert und so. Ja. Aber sie sind eigentlich alle voll easy drauf gewesen. Und, okay. Ja, wie gesagt, geholfen, alles und tipptopp. Hast du jetzt da irgendwie Hemmungen, wenn du mit so jemandem Sparring machst, dass du denkst, ja, da könnt jetzt eigentlich irgendwie einen Armbar ansetzen oder so, aber ich meine, das ist der Uriah Faber, soll ich das irgendwie machen oder macht er mich nachher fertig oder ich weiß nicht. Ja, gut, so einfach ist es nicht. Aber, ja, zum Teil vielleicht schon ein bisschen, ja, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen schüch ist. Ja. So, weil man weiß ja nie, man weiß ja den anderen besser, oder? Aber, ja, es ist eigentlich gut gegangen, also es ist kein Problem gewesen, so. Es gibt darum Profis in Amerika, die beklagen sich, die sagen irgendwie, sie tun nicht gerne mit Leuten trainieren, die sie nicht kennen, weil dann kommen die Leute und haben das Gefühl, ja, ich muss jetzt zeigen, dass ich einen UFC-Mensch irgendwie austappen oder irgendetwas. Haben sie das bei dir auch müssen haben, die Angst? Nein, ich habe schon gedacht, dass ich nicht so negativ auffallen, oder? Dann habe ich ein bisschen, ja, normal halt. Wie man halt trainiert, oder? Ja. Aber ich kann schon nicht gerade so, kaum habe ich halt einen zum Guten, was gegen mich kann, voll Gas geben und will, so mir es beweisen, so, das habe ich voll nicht willen. Ja. Darum haben sie mich auch noch angenehm gefunden. Wie haben sie deinen Nachnamen ausgesprochen? Stich, gar nicht. Was sagen sie so? Bortolusi oder so. Ich habe mich immer gefragt, ja, wie wirst du das sagen? Dann, ja, keine Ahnung. Und so. Okay, dann bist du einfach der Kenji gewesen. Das ist ja okay. Ja, genau. Okay. Jetzt. Oder meistens der Swiss Guy. Oh! Oder der Swedish Guy natürlich. Ja, was von beidem. Haben Sie irgendetwas gekannt von der Schweiz? Oder irgendwie der Swiss Guy und dort macht es auch noch MMA und so? Haben Sie da irgendwie ja. Etwas gewusst davon? Hin und wieder mal triffst du mal einen, der die Schweiz einfach kennt und, so, und sagt, ja, ist mal der oder kennt nicht prothetisch, aber die meisten Fragen, die steht auch immer mehr und haben das auch dort und so. Also ist schon nicht so bekannt. Ja. Und was? Ja. Wie reagiert es, wenn du etwas erzählst, wie es da bei uns so abläuft? Kaum MMA Veranstaltungen, extrem schwierig. Ja, sie sagen, ja, ist schade halt, oder? Ja. Dass es nicht so da ist wie in Amerika, dass es nicht so populär ist und so. Ja. Was hast du so für ein Feedback bekommen? Was haben sie so gesagt über dich? Über wie du so ein athletisch oder was weiß ich was bist? Ja, was haben sie da gesagt? Ja, eigentlich nicht gross. Sie haben mich einfach mittrainiert und haben mich halt ein bisschen korrigiert. Eben, haben meine Fehler gesagt, das mache ich falsch, mache das besser oder im Großen und Ganzen. Also ich glaube, also eben, findest du natürlich auch viele neue Kollegen, oder, die sagen, hey, nein, musst du jetzt schon gehen und so, komm doch wieder mal. Und, ja. Ja, eben, das ist halt schon cool. Und gehst du wieder?
glaube schon, wenn ich wieder mal Zeit und Geld habe, dann gehe ich wieder mal. Okay. Wie ist denn der beim Training? Wird das Training vom Dwayne Ludwig geleitet? Ja, die haben natürlich so einen Wochenplan, oder? Und dann sind so, vielleicht, was macht er damit? Mal hat er zwei Einheiten am Tag und mal nur eine oder mal keine. Das ist immer so ein bisschen. Aber meistens sind schon, auch wenn sie in die Klasse sind, ist einmal Pumpe voll, oder? Jetzt hat es wirklich, macht er jeder mit. Jetzt. Und man weiss es, der Dwayne Ludwig ist so ein ja, das ist ein einer, wo die Leute ein bisschen annimmt. Eben, man sagt ja, it's bang time, oder? Ja. Ist das so gewesen? Ja, schon, ja. Ich bin nur einmal gefangen. Was? Ist ein bisschen anziehend. Was hast du machen? Ja. Liegestütz, oder? Nein, er hat ein bisschen umgeschlagen. Natürlich nicht böse, aber... Ich habe gehört, dann. Aber ja, nein, er ist ein guter Trainer. Auch mega freundlich eben. Okay. Und offen, ja. Du hast gesagt, du bist noch in San Diego gewesen. Bist du dort auch in eines grossen Gyms gegangen? Ja, dort bin ich im Victory Gym gewesen, ja. Das ist das erste Mal, das kenne ich halt schon. Und wer ist dort so daheim? Dort ist der Dean Lister. Okay. Den kennst du wahrscheinlich. Und der Jeff Glover. Ja. Der hat gegrappt, war ja. Ja. Ist das mehr ein Jiu-Jitsu-orientiertes Gym? Also es hat beides. Es hat auch, dort hinten triffst du auch UFC-Fighter. Also zum Beispiel den Dings mal gesehen, der Chris Lieben ist mal dort rum. Der hat Platz zu machen gewesen, oder der Jeremy Stevens. Miles Jury, sagt er vielleicht auch etwas. Ja, Miles Jury. Ja, aber die sind dann, ja, die sind nicht so viel dort, aber... Ja, das ist eher so ein bisschen schizorientiert, würde ich sagen. Okay. Und was hast du von dem Gym mitgenommen? Ja, eben halt viel neues Zeug vom Boden, vom Dean, vom Jeff, so ein bisschen. Ja, lernst du immer wieder etwas Neues dort, das ist eine coole Sache. Okay. Ich wollte noch etwas fragen. Der Dean Lister ist also ein bekannt für seine Leglocks und so, und da ist mir gerade so ein bisschen in den Sinn gekommen. Wir haben am letzten Mittwoch haben wir einen Kampf gesehen vom Toginio Palhares gegen den Mike Pierce. Recht viel Kritik hat sich der Palhares geerntet. Ich komme nachher im Podcast nochmal auf das zu sprechen und so. Hat der Leglock einfach gehebt, obwohl der Schiedsrichter schon reingekumpelt ist und so. Was haltest du für so etwas? Ja, es ist ja nicht das erste Mal bei ihm, gell? Das ist es halt, oder? Also, ich meine, einmal kann es passieren, dass es vielleicht nicht merkt, aber es ist irgendwie ein Tritt oder so. Ja. Drittmal oder was auch immer. Ja, es ist schon ein bisschen. Schon unnötig, oder? Nein. Das Tappen ist so ein bisschen die heilige Kuh, oder? Das muss man respektieren. Wenn man da nicht mehr kann, irgendwie drauf gehen, dass einer dann aufhört, dann wird's wirklich gefährlich. Ja, eben, ja. Also, vor allem eben gerade bei den Knien, schnell kaputt. Ja. Absolut. Kenji, ich weiss, du bist busy, du musst nämlich wieder zurück arbeiten. Wir dürfen hier deine Mittagspause quasi da zweckentfremden. Wie gesagt, am 26. Oktober kämpfst du in der Stadthalle Grünsfeld, wo auch immer das ist, ich weiss gar nicht, in Deutschland auf jeden Fall, gegen den Rasim Lemberanski in einem 5-Runden-Kampf um den Gladiator-Titel in der 145-Pfund-Gewichtsklasse. Was läuft jetzt noch so in deiner Vorbereitung? In den letzten, was sind es jetzt noch? Ja, es sind jetzt doch noch etwa 3 Wochen, oder? Stimmt. Ja, nicht mehr ganz, ja. Ja, halt immer trainieren. Cardio noch immer verbessern natürlich. Ein bisschen abnehmen, dann nicht rausfahren und das Beste geben. Ja. Im Bodygym sind wir ja das Zweite, da ist ja noch der Severin Herring. Das ist der Zweite im Bund. Wann sehen wir ihn mal bei den Profis? Ja, er hat jetzt, glaube ich, zwei Kämpfe der Amateure gemacht. Jetzt schauen wir schon noch ein bisschen, dass er dort noch ein paar herbringt. Und dann wird sicher auch noch Zeit dann. Okay. Aber eben eins nach dem anderen, gell? Eins nach dem anderen, okay. Ja. Kenji, merci vielmals für das Interview. Wir werden mit deinem Kontrahent im Verlauf von dem Podcast auch noch reden. Mal schauen, was er so zu sagen hat oder was er über sein Judo oder was auch immer was für einen Background hat. Zu erzählen weiss. Danke vielmals für deine Zeit und wir freuen uns. Oktober 26. ist der Termin. Kenji, viel Glück noch bei der Vorbereitung und alles Gute dann in Deutschland. Merci, danke. Merci, ciao, ciao. Ciao, tschüss.
So, das war der Kenji Bortoluzzi. Für nähere Informationen über ihn, dann geht ihr euch auf Facebook Kenji Bortoluzzi oder auch Facebook Body Gym, BUDDY, Body Gym. So, MMA Love Podcast ist zurück und jetzt haben wir einen ganz interessanten Gast da am Telefon. Sein Name ist Rasim Lemberanski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er ist, ja. Ist das korrekt ausgesprochen, Rasim? Ja, ist richtig. Rasim Lemberanski. Er ist der amtierende, du bist der amtierende Gladiator Champion und du verteidigst deinen Titel am 26. Oktober in der Stadthalle Grünsfeld gegen den Schweizer Kenji Bortoluzzi. Erstmal herzlich willkommen auf dem MMA Love Podcast. Du sprichst mit Vladimir. Wie läuft's denn so bei dir? Was meinst du? Ich habe nicht richtig verstanden deine Frage. Ah, okay. Du bist dich am Vorbereiten für den 26. Oktober. Wie läuft die Vorbereitung? Ja, das Vorbereiten läuft ganz gut. Ich habe vielleicht ein bisschen gelesen, ich sollte das Kampf haben, das in Combat Komplett. Ja. Das leider komplett diese Veranstaltung abgesagt worden. Mhm. Ich bin jetzt damals vorbereitet nochmal 4 Wochen, dann kommt dieses Angebot, dass ich gegen Schweizer kämpfe und dann habe ich gesagt, das freut mich. Und habe ich diese von unserem Manager, Nils, kennen Sie ja, Nils, ja? Ja. Genau, habe ich dieses Angebot schon nachdem diese abgesagt worden, dieser Kampf von Combat Komplett, habe ich okay gesagt. Das bedeutet, ich mache jetzt für 8 Wochen diese Vorbereitung für diesen Kampf. Ja, freut mich jetzt natürlich mit deutschen Kämpfern aus Schweizer kämpfen. Für jeden Kampf habe ich mich nicht mehr gefreut. Ist das erste Mal, dass du gegen einen Schweizer kämpfst? Ja, also erste Mal, genau, ja. Ich habe normalerweise mit vielen Ausländern gekämpft, aus Russland, aus Georgien, aber das erste Mal, ich kämpfe gegen Schweizer, genau, richtig so. Super. Jetzt in der Schweiz kennt man den Rasim vielleicht ein bisschen weniger. Kannst du etwas über dich sagen? Ja. Ich kann mich auch über mich das nicht so viel sagen, ja. Ich trainiere schon seit wann so mit leichtem Sport 20 Jahre. Ui. Ja, ich bin damals Judo-Kämpfer, Nationalmannschaft gekämpft habe. Ja. Und dann habe ich das Combat Sambo gemacht. Ich war Vize-Weltmeister Combat Sambo. Und in Europa, das ich war Dritte, in Weltmeisterschaften, das ich war Zweite. Ja. Und habe ich dann entschieden, so diese MMA zu kämpfen. Hat mir dieser Sportkampf sehr gefallen. Und dann jetzt mit seit 3 Jahren, ich mache nur MMA. Ja. Und habe ich so viele Kämpfe habe ich gemacht, leider. Wie ich gesagt habe, damals bei anderen Interview bei Grandin Paul. Ja. MMA Spirit, das beste Team, das für mich jetzt zurzeit, und ich beende meine Karriere, ich bleibe hier und bei uns läuft sehr gute Vorbereitung, unsere Jungs, wir haben ein Top-Team, unterstützen uns ja und so weiter. Wir kennen wie solche Kämpfer wie Daniel Weich, Max Koga, Christian Ekelen, ja. Und haben es vielleicht gehört, mit solchen Kämpfern trainieren wir. Das ist natürlich ein hochkarätiges Team, das du da in deinem Rücken hast. Genau. Wir haben sehr gutes Team. Ja, ehrlich zu sagen, in Europa. Ja. Ja, sehr gutes Team. Das kommt zu uns viele aus Russland, aus anderen Ländern zu uns zu trainieren, mit uns das Sparring machen. Ehrlich zu sagen, wir haben sehr gutes Team. Ich bin stolz, dass ich so ein Team habe. Ja. Super. Du kommst aus Aserbaidschan. Genau. Warst du da in der Judo-Nationalmannschaft in Aserbaidschan? Genau. Ich war in der Nationalmannschaft in Aserbaidschan, genau, richtig. Wie ist die MMA-Szene bei dir zu Hause? MMA war uns nicht so populär in Aserbaidschan. Mhm. Aber wie ich gesagt habe, ja.
Ich bin schon seit hier 13 Jahre, ja. 12 Jahre, sagen sie oder so, 12 Jahre. Und habe ich auch damals dann zu mir gesagt, komm, das kannst du zu uns kämpfen, auf der Nationalmannschaft für Aserbaidschan und so weiter. Ja. Und dann habe ich mir hier, wir sind schon hier lange hier in Deutschland, ich habe entschieden, dass hier bleiben, hier für Deutschland kämpfen. Okay, ah, okay. Und wie bekannt bist du in Aserbaidschan? Was meinen Sie? Was meinst du? Bist du bekannt in Aserbaidschan? Also kennt man den Rasim Lemberanski in Aserbaidschan? Ehrlich gesagt, nein. Okay. Ich bin so mehr bekannt hier in Deutschland als in Aserbaidschan. Okay. Aber die Familie ist noch zu Hause bei dir in der Heimat? Das ist genau. Meine Familie sind da. Ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Oh, okay. Ich bin stolz, dass es auf meinem Rücken ist, habe ich auch noch eine solche, eine Team mit meiner Familie. Okay. Was sagt denn die Familie dazu, zu deinem MMA-Beruf? Ja, meine Familie ist nicht dagegen. Weil viele sagen, dass Eltern ist eine gefährliche Sportart ist, ja. Und so weiter. Aber wenn du, sagen wir so, wenn du richtige Team hast auf deinem Rücken, ja. Dann passiert gar nichts. Passiert gar nichts. Deine Frau sagt nicht, ah komm Rasim, mach doch mal was anderes, Tennis oder so. Nein. Alles okay. Was meinst du, wegen der Verletzung oder was? Vielleicht Verletzung oder eine gebrochene Nase oder. Nee, so eigentlich das gibt überall das kleine Verletzung, ja. Bei jeder Sportart, ja. Ohne Verletzung kann man nicht leben. Mhm. Deutschen Sportart. Aber so besonders, Gott sei Dank, nicht. Ich hoffe auch, dass Zukunft auch kriege ich auch nicht. Okay. Du kommst aus dem Combat Sambo. Das ist ja eine sehr artverwandte Disziplin zum MMA. Das ist fast schon MMA, kann man sagen. Ja. Was wolltest du sagen? Und genau das Combat Sambo ist auch, das ist so russische Sportart. Mhm. Ja, kommt aus Russland. Mhm. Und aber ich habe extra, sage ich so, nicht das Combat Sambo, das Vorbereitung mache. Ich trainiere immer mit meinem Team. Mhm. Ja. Ich kämpfe bei Combat Sambo, bin ich bei Weltmeisterschaften. Ich habe ich kämpfe auch dieses Jahr auch. Ich habe im November am 26. ich muss auch teilnehmen des Weltmeisterschaften in St. Petersburg. Ja. Ich hoffe, dass ich kämpfe da in Weltmeisterschaften, meine letzten Weltmeisterschaften, ich wollte wieder teilnehmen. Aber ich normalerweise, ich mache wie normal MMA Training und dann ich kämpfe genauso wie MMA. Es gibt auch nicht so eine besondere Art, dass ich Combat Sambo irgendwas mache, ja. Ja. Ganz normal für mich ist MMA, ich mache so weiter. Ich ganz normal Kampf mache so weiter. Fedor Emelianenko hat das Sambo ja bekannt gemacht. Ist eine sehr interessante Sportart. Bist du auch ein Spezialist der Beinhebel? Und ja, das Beinhebel natürlich. Das, bei uns, wir trainieren bei unserem Team, das Gym, ja. Ja. Wir machen alles. Ja. Bei uns gibt es so Trainer, Spezialtrainer, das Striking macht das und Bodenkämpfer. Und dann Thai-Boxen-Kämpfer, wenn wir unsere Homepage wir können das kurz reingehen, das nachschauen. Ja. Bei uns gibt es so alles. Alles. Deswegen, wir sind das richtige MMA-Sportler-Kämpfer. Genau. Wir machen alles. Nicht das nur Besonderes, wir müssen nur Standkämpfer oder besonders, ich muss Bodenkämpfer. Wir machen oben und unten alles, was ich möglich ist. Das ist sehr gut. Ich möchte noch einmal auf deine Karriere zurückkommen, auf deine Kämpfe. Du hast angefangen mit einer Kampfbilanz von 1-4. Seitdem hast du 4 Kämpfe hintereinander gewonnen. Was hast du geändert nach diesen Niederlagen? Ja, das ist das Problem. Damals, ich habe jeden Kampf angenommen, ja. Ja. Und natürlich, seitdem, dass ich jetzt hier bei Spirit trainiere, bei uns, bei mir was geändert worden. Yeah. Und ich habe jetzt richtige Ernährung, ich habe jetzt richtige Plan zum Trainieren und dann ich habe richtiges Trainer, dass meine Fehler, wenn ich was falsch gemacht habe, kann mir alles korrigieren. Yeah.
Und seitdem bin ich bei MMA Spirit Kämpfe, vielleicht Sie können auch das gucken, dass ich habe diese vier Kämpfe, das gewonnen habe. Das glücklich, ich hoffe, dass es so weiterläuft, ja. Aber kann man nicht gegen, trotzdem mein Gegner, sehr starker Gegner, habe ich auch von ihm viel gelesen. Ich unterschätze niemals Gegner. Ja. Hat mich gefreut, dass ich so einen Gegner habe. Nachbarland, ja, das sagen wir so. Und ich warte diesen Kampf bis nächste Woche. Ja, das war eigentlich meine nächste Frage. Kenji Bortoluzzi hat einen Profikampf gemacht, er hat einige Amateur-MMA-Kämpfe gemacht. Gilt ein bisschen als Talent in der Schweiz. Was weißt du über deinen Gegner? Ich habe nicht viel von meinem Gegner. Ja, ich habe ein paar Kämpfe von ihm beobachtet, habe ich geguckt, wie es entstand, wie es im Boden. Ja, hat mich gefreut, so als ich einen Gegner habe. Ja. Sehe das jung, ja, und natürlich, er will auch Erfolg haben, dass er kommt nach Deutschland zu gewinnen. Ja, und sage ich so, das Respekt, dass er das nicht abgesagt hat, dass dass ich viele Kämpfe habe und sagt, nee, trotzdem kämpfe ich. So, ja. Respekt. Ja. Und dann würde ich das gerne mit ihm kämpfen, natürlich. Absolut. Jetzt kann man sagen, du hast 9 Kämpfe im MMA gemacht. Du hast auch unzählige Combat-Sambo-Kämpfe gemacht. Er hat einen MMA-Profikampf gemacht. Ist das jetzt ein bisschen eine komische Situation, dass er schon um einen Titel kämpfen kann, oder stört dich das nicht? Nochmal eine Frage, habe ich das nicht verstanden. Was meinst du? Ich habe nicht verstanden. Noch kannst du mir wiederholen? Kein Problem. Du hast 9 Kämpfe gemacht. Du bist der Gladiator Champion. Er hat erst einen Profikampf gemacht. Ist es ein bisschen so eine komische Situation für dich, dass jemand dich herausfordert, der nur einen Kampf gemacht hat? Nein, natürlich nicht. Ich gucke niemals, wie viele das Kämpfe gemacht habe. Mhm. Wie ich gesagt habe, ich kann da so 100 Kämpfe machen, ja. Ja. Aber wie ich gesagt habe, niemals darf man nicht unterschätzen Gegner, obwohl das der Einkauf gemacht habe. Wie ich gesagt habe, müssen wir durch Zähne beißen und weiterkämpfen. Ja, absolut. Dieser Kampf wird über 5 Runden ausgetragen. Das ist eine sehr lange Distanz. Ihr beide seid diese Distanz noch nie gegangen. Wie bereitest du dich speziell auf so einen langen Kampf vor? Bei uns sage ich so, das ist ehrlich, ja, wieder. Wir machen ein ganz normales Training, wie wir gemacht haben. Bei uns gibt es sowas nicht Besonderes. Ja, dass ich so Vorbereitung mache, das extra für meinen Gegner oder noch was weiß ich. Wir machen immer das gleiche Training, immer was Besonderes, es gibt sowas nicht Besonderes. Ja. Immer das gleiche Training, immer das gleiche Taktik und so weiter. Ja. Aber es gibt sowas. 5 Runden, das, wie ich gesagt habe, bei uns viele Kämpfer kämpfen fast 5 Runden. Wir trainieren mit diesen Jungs zusammen. Ja. Wir können es auch vorstellen, wir müssen auch so für 5 Runden so wie im Training 2 Runden so durchhalten mit solchen Jungs. Ja. Deswegen, wir sind immer bereit. 5 Runden. Natürlich ist für jeden Kämpfer sehr schwer, das 5x5 zu halten, ja. Ja. Aber dafür, wir sind Sportler. Also du bist fit für 5 Runden? Bitte? Du bist fit für 5 Runden? Jawohl, ich bin jetzt fit für 5 Runden. Ich bin bereit. Du bist ist der, eine Frage habe ich, ist dieser Kampf im Ring oder im Cage? Im Ring. Im Ring, okay. Du hast schon in beiden gekämpft, Ring und Cage? Jawohl, ich habe beide gekämpft. Was hast du lieber? Und für mich lieber der Cage. Ja. Okay. Weil es mehr Fläche haben, ja, können wir mehr bewegen und so weiter, beobachten oder so. Aber bei Ringen so haben wir wenig Platz und deswegen ist es ein bisschen so kompliziert. Aber so Kitsch, für mich ist natürlich, normalerweise spielt keine Rolle, ja, ja. Aber ich finde so Kitsch ist besser als Ringen. Ist ein bisschen schwieriger zum Wiederaufstehen im Ring, oder? Ja, das Aufstehen, sage ich so,
Ja, das haben Sie recht, ja. Das ist ein bisschen schwierig, das so stört alles, ja. Aber meistens, wenn ich aufstehen kann, das steht so trotzdem, egal wo, welche Position habe. Okay. Rasim, 26. Oktober, das ist vor der Tür, das ist nicht mehr lange. Was läuft jetzt noch in deiner Vorbereitung bis dahin? Meine Vorbereitung läuft immer das Gleiche. Wir vorbereiten bis Mittwoch, bis nächste Woche Mittwoch. Dann haben wir so für zwei Tage, wir haben unsere Ruhe, ja, wir trainieren gar nichts, das ist wie wir, nicht das ich persönlich, wir haben das vier Kämpfer von uns kämpfen, ja, und letzte zwei Tage, wir machen gar nichts und müssen so, ich weiß nicht, bewegen frage, ob das Freitag ist oder Samstag und warten wir ab, ja, und wie gesagt, bis Mittwoch trainieren wir, dann geht unsere Pause zwei Tage. Oh, okay. Bist du nervös vor Kämpfen? Nein, das sagen wir so, vielleicht jeder Kämpfer hat ein bisschen, natürlich hat ein bisschen, ja. Ja. Aber von Gegner oder irgendwelche Angst haben oder noch was, gibt es bei jeder, wenn jemand sagt, dass ich habe keine Nerven, das können wir nicht das glauben, ja. Ja. Wir sind Menschen, das so diese müssen wir ein bisschen nervös haben. Diese wenn wir diese Nerven nicht haben, dann können wir nicht bei Kampf explodieren. Ja. Ja, ja. Und so sage ich so Besonderes nicht, ja. Ich habe auf meinem Rücken auch viele Kämpfe, was ich gemacht habe, alles sagen mir so Erfahrung. Erfahrung, das dann wieder Erfahrung. Absolut. Wird deine Familie dabei sein bei deinem Kampf? Nee, ich versuche, dass meine Familie immer nicht dabei sein. Nicht dabei sein? Nein, das, weil es trotzdem, meine Kinder sind immer noch, sagen wir so, klein, ja, weil Tochter ist 8 Jahre alt und mein Sohn ist 12 Jahre alt. Und natürlich das möchte ich nicht meiner Frau das dabei sein, weil es natürlich für jede Familie wissen Sie, was ist, ja. Meiner Frau sag ich zu dir. Und sie kann nicht sehen, dass es wichtig ist, dass ich müde bin oder noch was, kann passieren bei Kampf, ja, dass ich im Boden bin, jemand schlägt mich, aber sie versteht diese Regel nicht und sagt, nee, das, ich kann nicht sowas nicht sehen. Ja, okay, das verstehe ich, absolut. Rasim, danke vielmal für dieses Interview, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute, 26. Oktober in der Stadthalle Grünsfeld, da verteidigst du deinen Titel, Gladiator Fighting Championship. Ich möchte mich auch bei deinem Manager bedanken, Nils Schlegel, der dieses Interview möglich gemacht hat. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich weiß, du bist im Stress und musst auch wieder trainieren. Kannst du uns eine Prognose geben für den 26. Oktober? Ja, natürlich, ich mag nicht, diese Prognose abzugeben, ja. Uh-huh. Aber ich habe das volle Vertrauen in mein Team und meine Fähigkeit. Ich trete zum Gewinnen ein. Absolut. Danke vielmals, Rasim Lemberanski. Er verteidigt seinen seinen Gladiator Fighting Championship Titel am 26. Oktober. Alles Gute bis dahin und bis bald. Klar, vielen Dank, ja, das immer gerne. Okay, danke vielmals. Tschüss, Rasim. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. Das war der Rasim Lemberanski. Wie gesagt, der Gegner von Kenji Bortoluzzi verteidigt jetzt den Titel Gladiator Challenge. Wenn ihr mehr Informationen über ihn wissen wollt, dann geht auf Facebook. Er steht unter MMA Fighter Rasim Lemberanski. Okay. So, und jetzt haben wir natürlich noch einen weiteren Interviewgast, schon etwa die auf dem Podcast. Yasube Enomoto, der ehemalige M1 Global Champion, der jetzt seine Russland-Tournee fortsetzt mit einem weiteren Kampf in Moskau. Wir haben ihn hier zwei Wochen vorher, also sagen wir mal eineinhalb Wochen vorher, Yasu, willkommen zurück auf dem MMA Love Podcast. Immer ein gern gesehener Gast, danke, dass du uns Zeit gibst. Ich weiss, du bist gerade mitten in den Trainings hinein und so. Wie läuft es in der Vorbereitung? Ja,
Komisch. Okay, gut, aber relativ komisch. So jetzt gerade. Muss mich recht umstrukturieren, so im Training. Und es sind ein, zwei blöde Sachen in letzter Zeit passiert. Einfach so verletzungsbedingt, aber sonst eher easy. Die komischen Sachen, die du musst umstrukturieren, sind die aufgrund von irgendwie Terminschwierigkeiten oder irgendetwas? Oder? Nein, ich habe eine Verletzung halt. Ah, okay. Und Trainingspartner und so ist ein bisschen mühsam gesetzt die letzte Zeit. Aber hat alles geklappt, mehr oder weniger. Also fühlst du dich gleich fit? Können wir da zuversichtlich sein? Machst du mir ein bisschen Sorgen? Ah, fit sowieso. Es geht mehr darum. Weißt, wenn, bei mir ist es meistens so, umso mehr Stress als ich habe, umso besser performe ich. Okay. Also, wegen dem machen wir keinen Kopf und so. Einfach halt eben Stress. Ja. Muss man halt einfach nicht gerne vor Kämpfen. Aber eben ist eigentlich normal. Dass es Stress gibt vor den Kämpfen? Wie? Dass es Stress gibt vor den Kämpfen ist normal, oder? Ja, dass einfach Stress hoch 10 ist vor Kämpfen. Ja. Das kommt einfach immer alles ein bisschen zusammen. So. Das ist halt immer so die Sache. Wenn dann halt mal ein paar Nerven die Sachen hast, dann musst du es einfach immer an dem Zeitpunkt, wenn du es nicht kannst, brauchen. Normaler Leben meistens so. Ist es nicht auch so, dass man die Sachen zwar auch im normalen, also zwischen den Kämpfen oder einfach so ein bisschen im normalen Leben hat, aber dann fällt es einem nicht so auf, aber wenn man dann so ein bisschen in einer eh schon Stresssituation ist, dass es dann irgendwie noch nerviger ist? Ja, nerviger ist so oder so, aber ich sage, es ist meistens dann der Fall. Okay. Das ist halt einfach doch so, dass wenn es sonst schon extrem stressig ist, dass dann einfach alles zusammenkommt. Ja, ja. Absolut. Ja. Ich habe es bereits gesagt, ich bin ein bisschen heiß, darum tönt es ein bisschen komisch. Am 26. Oktober kämpfst du in Moskau, anlässlich von Fight Nights Battle of Moscow, gegen den Albert Tumenov. Das ist ein bisschen Unbekannter. Ich bin gar nicht rausgekommen. Sein Gym, das ist ein Gym, das in Amerika ist. Ist er ein Russ, der eigentlich in Amerika wohnt? Keine Ahnung. Ich wüsste es nicht. Ja. Also soweit ich weiß nicht, oder? Also gut, im... Ja, okay. Was, sein Kampfrekord ist 11 Sieg und 1 Niederlage. 7 durch K.O. Die Niederlage ist nach Punkten gekommen. Was kannst du uns über ihn sagen? Was hast du schon gesehen von ihm? Ja, das ist ein verdammt guter Stand-Up-Kämpfer. Mega präzise. Mhm. Und relativ gute Takedown-Defense. Und gerade ein Pfandball gut, aber es ist normal, wenn er ein guter Striker ist. Ja. Du hast gesagt, er ist ein guter Striker, das ist ja etwas, was dir eigentlich so ein bisschen liegt. Ist das jetzt ein Matchup, wo du sagst, ist nicht ganz optimal, oder findest du, ja mal, das ist wirklich gut? Wegen nicht ganz optimal. Nicht ganz optimal? Nein, wegen, das ist die Frage von mir. Wegen nicht ganz optimal, weil du sagst vielleicht, ja, ich tue auch gerne Striken, aber seine Spezialität ist jetzt auch gerade Striking, das ist jetzt ein bisschen blöd, vielleicht, ich weiß nicht. Gut, dann kann man gerade testen, wer besser ist, oder? Ja, genau. Ich glaube, mein letzter Gegner war auf Papier der bessere Ringer, aber ich hatte ganz gut. Ja, das stimmt. Ich habe ihm seinen Kampfrekord ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und dann habe ich gesehen, dass das ist ja doch recht beachtlich, 11 und 1, oder? Aber die Siege sind alles so ein bisschen gegen Leute, die tendenziell eigentlich eher mehr Kämpfe verloren haben als gewonnen oder zumindest so ein bisschen viele Niederlagen haben. Und die einzige Niederlage war dann gegen jemanden, der doch auch so ein bisschen einen sehr guten Kampfrekord hat. Ist mir jetzt da ein bisschen geneigt, zu sagen, dass das eigentlich ein bisschen leichterer Gegner ist? Würde ich überhaupt nicht sagen. So. Ja. Ich finde rein vom Matchup, er ist sogar ein sehr, sehr taffer Gegner für mich. So, weil, wie gesagt, schau, die Sache ist schon gegen wer, das habe ich nicht gesagt, also, als ich es angeschaut habe. So, aber du musst immer anschauen, wie er kämpft. Ja. Und ich habe ihn in keinem Fall angeschaut und der Typ weiss einfach, was er macht. So. Das ist einfach verdammt genau. So. Oder wenn er irgendwo, wie gesagt, ist ein sehr, sehr guter Stand-up-Kämpfer. So. Das ist halt einfach die Sache. Ja. Also du kannst auch bei einer, keine Ahnung, man sieht es einfach eben, wenn nicht technisch und so, wie die Leute kämpfen, und die kämpfen halt einfach brutal sauber. Das ist halt einfach die Sache. Du setzt jetzt deine Russland-Tournee fort. Du hast jetzt einen Kampf am 26., dann hast du wieder einen am 23. November, circa, also ein bisschen weniger als einen Monat später, anlässlich von einer Pancrase, irgendetwas heisst das. Einfach Fight Nights macht Coop mit Pancrase irgendwas. Okay.
Dort kämpfst du mit... Also, meine Partnerfirmen sind. Ah, okay, alles klar. Dort, das Plakat ist leider in Kyrillisch geschrieben, darum kann ich nicht lesen, gegen wer du kämpfst. Ja. Aber der Gegner ist dir schon bekannt, oder? Der Gegner interessiert mich jetzt gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. Du fokussierst dich jetzt auf den Herrn Dumenov. Ich kämpfe zwei Wochen und was nachher ist, das gesehen. Genau, genau. Ob ich weiß, dass es ein Grappler ist, so. Ich weiß schon, wer es ist. So. Ja. Ich kann jetzt nicht so krass auf ihn fokussiert, so, dass ich mir gesagt habe. So. Ich schaue jetzt, dass ich mich auf den Kampf vorbereite. Also kein bisschen. Also mein Fokus ist 100% beim nächsten Kampf. Absolut. Und dann habe ich wieder irgendwie 3,5 Wochen Zeit, um mich dann auf den zu konzentrieren. So. Ist extrem kurz aufeinander. Ist weniger als ein Monat. Ist das, wie gesagt, wenn ich nicht verletzt bin, ist das ja kein Problem. Ja. Und unterschreiben heisst ja nicht. Okay. Was ich meine. Okay. Ja. Was soll das heißen, wenn ich verletzt bin, kann ich nicht kämpfen. Ja, das ist klar. Ja. Aber, Logo. Und ist ihm eigentlich scheißegal. Ja. Der Herr Dumenov steht da und das läuft jetzt. Übrigens, hast du mitgemacht in einem Trailer für die jetzt Fight Night Battle of Moscow am 26. Oktober. Ist ein affengeiler Trailer zu sehen, ist er auf deiner Facebook-Page. Ich werde ihn sicher, oder was mache ich gerade schnell, auf der MMA Love Podcast-Seite teilen. Erzähl uns doch mal, wie ist das so gewesen, die Dreharbeiten? Nervend. Ich dachte, das sei schnell vorbei, so. Das ist einfach urenlang gegangen. So. Ja. Es ist schon fast 12 Stunden gegangen, bis man es im Kasten hatte. Und ja. Es ist einfach nervend geworden mit der Zeit. So. Also, am Anfang hat es Spass gemacht, aber nachher ist es nicht mehr. Keine Ahnung. Nicht so mein Ding gewesen, natürlich. Ich hocke dort so mit Anzügen und alles und so und jemand redet auf euch auf Russisch. Meine, Ja, das war halt mehr die Sache, dass mir ein Umhocken war. Das war halt ein das Problem an der Sache. Sie haben wenigstens etwas können machen und so. Ein bisschen acten, aber das haben wir ja nicht wirklich schon. Du hättest Leben noch ein bisschen geacted? Das ist ein Schauspieler. Ja, dann wäre es wenigstens ein bisschen spannender gewesen, oder? Für mich. Ja. Ich hätte etwas machen müssen. Ja, klar. Wir haben schon das Umhocken die ganze Zeit und zuschauen, so. Ich weiß nicht. Hast du denn verstanden? Ich habe das ein paar Mal gemacht und mir hat es irgendwann dann auch mal gesehen. Ja. Jetzt hat der vorhin in Russisch geschwätzt, hast du denn irgendetwas verstanden? Nein, sie haben das Skript auf Englisch noch gegeben. Also hast du das einfach gesehen, um was es geht. Okay. Das soll ein Ding sein, so ein Ausschnitt von Reservoir Dogs, weil die Lente hat ja Reservoir Dogs. Das ist mir gerade auch in den Sinn gekommen, als ich es gesehen habe. Und er hat gesagt, das sieht aus wie Reservoir Dogs und so. Er ist wirklich gut gemacht. Und die einzelnen Kämpfer werden dann so ein bisschen aufgerufen und so. Und dann sieht man so ein bisschen kleine Clips von denen, wie sie kämpfen und so. Einer, der im Main Event kämpft, ist Tim Sylvia, ehemaliger UFC Champion. Wie hast du ihn so erlebt? Ja, das war echt ein Ding. Am Anfang ist mir ein bisschen Straub reingekommen. Das ist wirklich ganz nett. Straub reinkommen? Hä? Wie meinst du? Ja, halt einfach ein bisschen allüren so, aber er hat eben gar keine eigentlich. Ja. Das ist eben lustig an ihm so. Er will immer irgendwelche Sachen so, und wenn niemand irgendwie beachtet, dann findet er scheiße. Eben irgendwie lustig halt, keine Ahnung. Ja, okay. Er ist ganz nett gewesen, ja. Cool. Hast du extra müssen schnell auf Moskau fliegen für die Dreharbeiten dort? Ja, 3 Tage haben sie mir geflogen quasi. Wow. Also, das letzte Mal sind sie auf Thailand geflogen, aus dem Trailer für den letzten gemacht haben. So. Okay. Also bin ich im Main Event gewesen. So. Ja. Und das muss ich halt mit einfliegen. So. Da haben sie eigentlich gesagt, sie kommen in die Schweiz, so, aber ich hoffe, das machen sie noch für den kommenden. Okay. Ja, das wäre auch mal geil, oder? Aber du bist nicht nur mit dem vor der Kamera gestanden, sondern der Stuart Cooper. Den haben wir auch schon mal im Podcast gehabt. Der hat einen kleinen Doc gemacht über dich. Ist eine super Sache. Ist wirklich geil gemacht und so. Er macht ja einige so von Kämpfern und so, so kleine Clips. Also klein ist, glaube ich, etwa 20 Minuten, oder? Ja, ich glaube, 15-16 Minuten. Wie ist das Stanko? Oh, ich kenne jetzt schon die Zeit, so, weil ich immer wieder mal aus Thailand komme und dann trainieren wir immer wieder mal zusammen. So. Er ist relativ gut am Boden. So. Mhm. Und dann, keine Ahnung, hat er mal gefragt, ob er das machen kann. Ich fand ihn ja easy. Okay. Aber ich habe eigentlich gemeint, er macht das Highlight. So. Aber dann ist es mal doch auf dem Ding rausgekommen. So ein Interview-Doku-Ding. So. Ja. Aber ist auch gut. Ja, das ist so ein bisschen sein Style, so ein bisschen die Interview ohne Interviewer.
wo der Kämpfer einfach so ein bisschen redet und dann hat es ab und zu so ein bisschen Clips zwischendurch von entweder Kämpfen oder Training oder so, oder? Ja, voll, aber eben, es war ein anderes Ding gewesen, so eigentlich zuerst, aber eben, das rauskommen ist auch nicht cool gefunden, gut gemacht. Also. Ja, bist du zufrieden mit dem Produkt? Na, voll, ja, gute Arbeit gelernt. Ja. Ich weiss gar nicht, hast du dich auch wieder in Thailand vorbereitet, oder? Ich habe mich bis jetzt noch nie in Thailand vorbereitet, aber ich bin in Thailand gewesen, ja. Okay. Ich bin meistens irgendwie, keine Ahnung, das letzte Mal, als ich dort war, das war wegen dem Feli. Ja. Der er gekämpft hat. So. Bin ich irgendwie eine Woche dort gewesen, aber eine Woche zähle ich nicht als Camp. Es geht Minimum einen Monat, eineinhalb Monate, bis ich mich auf den Kampf vorbereite. Zwei Wochen, noch drei Wochen. Mhm. Nein, bin ich zwei Wochen gegangen. Weil ich eben, wie gesagt, da ein bisschen Mühe gehabt mit dem Ding, mit den Trainingspartner finden, so, weil da fehle ich mir die ganze Zeit an dir gegangen. Aha. Und ist einfach ein bisschen Ding gewesen, darum habe ich gefunden, ich gehe mal nach oben, so. Weil mein Fokus im Kopf nicht so ganz aufs Zweite ging, so. Habe ich gedacht, eben, kann ich mal angehen, mich einfach auf mich fokussieren. Zu viel Zeug gelaufen da, so, im Allgemeinen. Wo war denn der Fokus gewesen, wenn nicht auf dem Kämpfen? Eben nicht auf dem Kämpfen, bei anderen Sachen, also nicht auf dem Kämpfen, normalerweise. Schaue ich voraus, wenn ich kämpfen wollte, dann freue ich mich auf den Kampf, oder? Und das war es überhaupt nicht so gewesen, weil jeder ganz anderes Zeug im Kopf kommt. Und dann habe ich gefunden, muss ich einfach mal dort hin, damit ich mich nur auf mich fokussieren kann und nicht irgendwie andere Sachen muss die ganze Zeit rumhirnen. An was für verschiedene Sachen hast du denn rumhirnen? Hä? An was für allgemein, wie es jetzt in Zukunft weitergeht und, okay. So, und halt Probleme und so, persönliche Probleme und so. Dann habe ich gefunden, gehe ich einfach mal. Ja, okay. Einer, der auch bei euch so ein bisschen amix vorbeigeschaut hat, ist der Kenji Bortoluzzi. Ist das gut? Ja, ein Zimmer. Ja. Und wie hast du ihn so erlebt? Es kommen jetzt gerade recht viele Leute. So. Ja. In letzter Zeit, so, der Vulkan ist auch ab und zu gekommen. Ah, oh, okay. Da sind wir einmal in der Woche so, schon vorbeigekommen. Ja. Und noch ein, zwei andere Leute. So. Okay. Der Patrick, der Schmidt, der kommt da ab und zu immer wieder mal. Viele Leute, das Lobodon. Also ich muss sagen, ich habe es gehört, der ganze Schweiz immer wieder mal so. Okay. Vorbeischauen. Hast du das so ein bisschen irgendwie getimt, so ein bisschen auch, dass es in deine Vorbereitung passt? Oder kommen die einfach, wenn sie Zeit haben, und dann sind sie einfach da und dann nützt man es gerade aus? Nein, man ist ja immer in Kontakt mit den Leuten. Ja. Also im Allgemeinen, und ich habe einfach gesagt, also, ja, komm, trainieren wir nicht. Ja. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so ein Ding, okay. Ja, das ist ja, was der Volkan mal im Interview gesagt hat, eben so ein bisschen, die Schweizer Kämpfer sollen eher so ein bisschen sich helfen und so, zusammen trainieren und so. Es ist viel besser als irgendwie, so ein bisschen, dass einfach jeder schaut, so ein bisschen sein Stübli und so. Würdest du das natürlich auch unterschreiben, oder? Wie? Also im Allgemeinen meinst du? Ja. Nein, das ist sicher nicht verkehrt so. Ja. Bei mir ist halt auch immer für das Problem, ich bin ein relativer Stubbocker, das ist halt für mein Problem. Und ich kann es auch gerne, wenn die Leute zu mir kommen. Ja, aber das ist wirklich mehr, das hat etwas mit mir zu tun. Das war im Allgemeinen früher immer so, ich bin nicht gerne zu Kollegen gegangen, ich kann lieber gehen, zu mir kommen. Okay. Ja gut, ich meine, du bist auch ein bisschen der die grossen Kämpfe macht von der Schweiz und so. Ich meine, da kann man sich ein bisschen erwarten, dass halt die Leute... Nein, aber das ist halt wirklich nichts mit dem zu tun. Also. Das ist wirklich nur mit dem zu tun, dass ich einfach wirklich im faulen Hund bin. Und reisen, mit trainieren. Okay. Und wenn ich ins Thailand gehe, wie gesagt, das mal, habe ich ein Zimmer im Camp gehabt. Ja. Ich habe es nicht so geil gefunden im Allgemeinen, aber ich habe es von Art geil gefunden, dass ich einfach eben... Ich bin mir ein bisschen vorgekommen, wie im Gefängnis, so eben, kommst aus den Zellen raus, gehst in den Ding trainieren, dann also gehst du wieder in die Zellen rein. Ja. Keine Ahnung. Ist mir ein bisschen so reingekommen, so wie der Film, so. Ja. Aber eben, ich habe das einfach gerne, wenn ich mein Gym gerade nebendran und ich reise so ungern, um zu trainieren. Ich hasse das. Es muss wirklich alles nebendran, es muss meine Wohnung und alles, muss gerade neben dem Gym sein, so. So ein Umfeld hast du selbst? Ja. Yeah. So ein Umfeld hast du natürlich bei dir daheim, oder? Ich meine, du wohnst quasi über dem Gym, oder? Ja, das ist es so. Optimaler geht's nicht. Ja, es geht optimaler mit ein, zwei anderen Sachen, aber das jetzt so vom Ding her ist schon optimal so. Ja. Aber man kann sicher immer noch Sachen optimieren. So. Absolut.
tönt für mich jetzt... Das war mit Kenji, sorry. Das habe ich der Kenji, wir wollen über den Kenji reden, ja. Er ist so... Ich habe irgendwas gesagt, also ich habe dich einfach unterbrochen mit dem Ding, und ich... Ja, ja, kein Problem. Er hat mir gesagt, er kämpft ja jetzt auch am gleichen Tag wie du, auch am 26. Oktober in Deutschland. Er hat mir gesagt, dass er irgendeinen Titelkampf habe ich mitgeschnitten, hat er nochmal geschrieben. Ja, weil er noch sonst vorher irgendwie mal vorbeikommen, so gekämpft hat. Genau, er ist so ein bisschen den Titelkampf reingerutscht, wäre eigentlich nicht vorgesehen gewesen. Jetzt kämpft er dort in einem 5-Runden-Kampf und so. Und er hat mir einfach gesagt, er sei noch ein paar Mal bei dir vorbeigegangen und so. Und darum wollte ich dich mal fragen, wie du ihn so siehst, weil er gilt so ein bisschen als ein Talent in der Schweiz und so. Ja. Was sagt Kenji? Der? Kenji? Ja. Kenji ist ganz nahe. Ja, super. Los gut zu, macht das Ding gut. So. Ja. Er ist ganz nahe. Was ich eben... Ja, was kann ich da bloß sagen? Ja. Er ist talentiert sicher, ganz bestimmt. Und eben, er los gut, was ich sehr wichtig finde. So, wenn du besser werden. So. Ja. Er hat gesagt, er fände es schade, dass du am gleichen Tag kämpfst. Vielleicht wärst du als quasi Cornerman mal irgendwie eine Option, wer weiß? Das habe ich keine Ahnung, weil ich habe nie irgendetwas von ihm in dieser Richtung gehört. Also. Okay. Ja, dann wollen wir nichts instigieren. Yeah. Dann wollen wir nichts irgendwie in die Welt setzen, was dann vielleicht nicht so ist. Nein. Absolut nicht. Wann gehst du auf Moskau? Nächsten Donnerstag. Also Donnerstag in der Woche, sorry, nicht übernächsten Donnerstag. Ja. Und was hast du bis dort noch auf dem Menüplan? Also, was ist das jetzt so eine direkte Frage? Oder? Was ich mache oder was ich esse? Nein, was ich esse, frage ich dich lieber nicht, weil Weightcut ist, glaube ich, nicht so deine Lieblingsdisziplin, oder? Nein, aber ich habe mich langsam ein bisschen abgefunden. Also, wie ich das mache, ist eigentlich kein Problem. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich habe ein relativ hartes Trainingsregime und eine gute Diät. Und ich kann mir sehr viel erlauben zu bescheissen. So. Das ist noch gut, oder? Ja, erlauben zu bescheissen kannst du nur, wenn du eben einfach wirklich, keine Ahnung, hart bei der Sache bist. So. Ja. Ich trainiere einfach extrem hart und schaue, dass meine Diät unter der Woche so gut ist, dass ich einfach am Wochenende wirklich essen kann, was immer ich will und auch so viel, wie ich will. Ja. Also von dem her ist das kein Thema. Nein, was... Das ist das kleinste Übel, das ich bis jetzt gehabt habe. Das kleinste Übel. Ah, okay. Okay. Ich kann das dann nicht sagen, wie es nächste Woche ist, vielleicht wird es nur ein schlimmer gehabt. Aber bis jetzt ist es eigentlich ein easy gehabt. Okay. Was ich eigentlich gemeint habe mit dem, was steht auf dem Menü, ich meine, was machst du jetzt alles noch? Irgendwie? Im Allgemeinen. Ja, im Allgemeinen, genau. Keine Ahnung, trainieren wie immer halt. Ja. Jetzt bist du so ein bisschen in der... Die Woche ist noch hart und nächste Woche kommt ganz das Gewicht drauf an. Ja. Kommt wirklich ganz das Gewicht drauf an, wie, also wenn ich wirklich noch Mühe habe, dann wird es mehr sein Schweißanzug, Cardio-Training und sonst würde ich auch schauen, dass ich sicher bei so einem Mittwoch ganz normal trainieren. Ja. Wie ich jetzt trainiere. Also relativ hart. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass ich Sparring mit Schlägen sehe, dass ich mich nicht wird machen möchte. Ja. Also im Stand oder schon, aber im Stand. Das ist das Einzige. Muss ich viel Licht einsetzen. Aber sonst ist eigentlich alles gleich. Das ist bei mir meistens so. Zum die Schützen drehst du dann Kopfschutz und so? Wie? Um dich jetzt zu schützen noch vor Katzen oder für irgendetwas, was noch passieren könnte, trägst du auch einen Kopfschutz beim Sparring? Nein, nur beim Boxsparring. Okay. Keine Ahnung, im Boxsparring. Aber mir wegen der Nase, nicht wegen der Katze. Okay. Wenn ich halt mit jemandem trainiere, der einfach wirklich gut die Nase trifft. Ja. Okay, also du sagst, du machst ja noch Sparring in der letzten Woche vor dem Kampf? Nein, einfach am Boden. Am Boden? Also im Stand nicht. Ja, im Stand nicht. Im Stand mache ich keine Sparring, das ist mit Schrittkanzen. Ja. Sagen viele, in der letzten Woche machen wir dann so ein bisschen Lichttraining. Aber was meint man denn da mit leichtem Training? So. Also bei mir ist es wirklich so. Kann ich nicht sagen. Ja. Ich trainiere eigentlich wirklich relativ hart bis am Dienstag Mittwoch so, weil ich gehe nicht gerne aus meinem Rhythmus zu lang. Ja. Also ich bin nicht gerne eine Woche aus meinem Rhythmus draus. Außerdem habe ich einen sehr schweren gehabt. Okay. Aber sonst trainiere ich eigentlich wirklich fast
Training würde ich sagen, dass viele Leute meinen, dass sie halt mehr laufen und auch technisches Training machen. Oder der Nachteil macht mich dann einfach halt ein bisschen mehr Pads und so, anstatt eben, dass du halt so physisches Training zweite Höhe machst und so. Also weißt du, dass du irgendwie, wie gesagt, Sparring oder so, dass du einfach das Verletzungsrisiko minimierst. Das machst du halt eben bei Pads und so, hast du relativ wirklich, kannst immer eigentlich her trainieren, aber eben das Verletzungsrisiko ist relativ gering. So. Genau. Aber eben bei jedem ist es verschieden, es kommt darauf an, wie. Ich habe schon mit vielen verschiedenen Leuten zusammen, jeder macht es ein bisschen anders. Ja. Ganz einfach, wie deine Dinge sind, wie deine Rhythmen sind. Ja. Was du dich gewöhnt hast. Hast du denn so einen strikten Trainingsplan, wo du jetzt dran haltest, wo du genau weißt, wie viele Runden du jeden Tag zum Beispiel das und das machst und Sparring machst? Und nein, so? Nein, überhaupt nicht. Nicht. Okay. Das ist bei mir immer viel wirklich Grenzen. Also ich habe schon meinen strikten Trainingsplan, was anbelangt, dass ich weiss, wie die Stoff angesagt, aber ganz bestimmt nicht wie viel. Ja. Weil das kommt wirklich auf meine Verfassung der Phase. Ja. Wenn ich sehe, mein Körper mag mehr, höre ich nicht auf, wenn ich weiss. Wenn ich jetzt weiss, oh, das Pensum ist voll, so wie ich es mir gesetzt habe, und ich weiss, ich mag mehr, dann mache ich mehr. Ja, ja. Gibt es übertrainieren? Gibt es das? Wie? Gibt es übertrainieren? Das Wort sollte man eigentlich nicht kennen, also, weil viele Leute sagen sich schon viel zu früh, sie sagen übertrainiert. Okay, okay. Also, wie gesagt, das habe ich gut in Thailand gemacht, das ist Erfahrung gemacht. Thema Übertraining, dass das relativ eigentlich nicht vorhanden ist. Ja. Jetzt. Also kann man eben, wie gesagt, dass viele Leute einfach mental schnell aufgeben. So. Obwohl eigentlich körperlich noch viel mehr würde drin liegen. So. Es, kann man, es ist natürlich noch eine leichte Entschuldigung, dass man sagt, ja, ich habe jetzt zu viel trainiert oder ich habe jetzt genug trainiert oder so. Das kann man ja noch schnell sagen, oder? Eben, wie gesagt, wenn du dann siehst, was als Beispiel, wenn ich in Thailand bin, was keine Kinder können machen, wie die gequält werden von ihren Trainern, aber wirklich das Übelste, was schon fast auf, keine Ahnung, Missbrauch würdest können bringen. Okay. Und sie trotzdem können mit dem Erwachsenen heimgehen, oder wenn sie sagen, oder wenn du ein Erwachsener bist, von wegen Übertraining, so, weiss ich nicht so. Okay. Halte ich dann nicht so viel davon. Weil eben, wenn das ein 7-8-jähriges Kind kann machen, so unter Höhlenqualen, muss weiss ich nicht, wie viele Stunden trainieren. Und dann würdest du als erwachsener Mann nicht mal die Hälfte vom Pensum mögen und dann noch sagen, dass du schon übertrainierst. Weiss ich nicht, dann stimmt irgendetwas, glaube ich, nicht so. Absolut. Du bist ja dein eigener Trainer eigentlich. Nein, der Fehler ist mein Trainer. Ist dein, okay. Ist er dann da ein bisschen dein, der, du hast mal gesagt, er tut dich ein bisschen anspornen oder er spornt dich gegenseitig natürlich an, oder? Mhm. Okay. Brauchst du das auch, oder wenn jetzt zum Beispiel er nicht rum wäre, hättest du dann die Disziplin, dass du sagst, fuck it, ich mach's trotzdem, bis es nicht mehr geht? Also wie meinst du? Ich muss natürlich irgendjemanden vor mir, so allein ich nicht trainieren, das geht gar nicht. Okay. Aber du hast gesagt, es geht immer auch so ein bisschen zum Grenzen ausreizen und so. Grenzen ausreizen kannst du selber, aber ich brauche jemanden vor mir. Wie gesagt, genau. Ich brauche irgendwie jetzt als blödes Beispiel, ich mache das Training. Im nächsten Training weiss ich, ich habe einen Trainer vor mir. Ja. Dann weiss ich komme wieder, das ist kein Problem. Ja. Das ist mehr dein eigener Kampf. Wenn ich weiss, ich muss mich selber motivieren, zum Beispiel in so einen Ansatz zu kommen, also in dem bin ich ganz schlecht. Weil ich halt nicht mehr so, ich, für mich ist es nicht mehr so. Ich trainiere gerne mit anderen Leuten. Ich bin nicht so der, der gerne alleine etwas macht. Ich finde keine Ahnung, ich finde das sogar Joggen oder so. Ich habe gerne irgendetwas dabei. So. Ja. Auch wenn er kein Wort mit mir redet, dass das jemand dabei ist. So. Und das, dann kann ich mich selber motivieren, aber ich brauche schon irgendetwas nebendran. Ja. Eigentlich. Ja, also, merci vielmal. Ich weiss, du bist wieder zurück zum Training. Du bist nicht zum Stress, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir. 20 Minuten. Ah, oh, okay. Das Trainingsding hat sich ein bisschen umgestellt. Aha. Also ich bin daheim, ich habe nicht gedacht, dass ich daheim bin jetzt. Okay, alles klar. Okay. Ja gut, dann fragen wir noch einmal einen. Der andere, dein Gegner ist 21. Wie alt bist du eigentlich? 29. Bald 30. Wie viele Jahre machen wir noch? Wie viel Zeit willst du noch in dem Sport verbringen? Solange ich Bock habe. Mhm.
Ich meine, du kommst jetzt quasi so ein bisschen in die goldenen Jahre, kann man sagen, oder? Es fängt so ein bisschen an, 30 so ein bisschen. Ja, das ist schon recht so eben goldige Jahre, ja, aber das ist ziemlich im Kohletechnischen. Ja. Ja, das ist schon recht, das kann man interpretieren, wie man will. Ja. Aber ich denke, dass jetzt meine goldigen Jahre können bloß der Kohle anbelangt. Okay. Ja, du hast gesagt, du machst jetzt, also du kämpfst schon seit jenem Male in Russland, dort verdienst du wirklich gutes Geld und so. Mhm. Also meine, wie ist so ein bisschen dein Status dort? Bist du bekannt? Wie muss man sich das vorstellen? Da musst du draussen fragen, so. Keine Ahnung. Wie bekannt ich dort bin, ich denke, die Leute kennen mich schon, so was Kämpfen anbelangt, weil ich halt schon viel dort kämpft und so, aber ich weiß es nicht. Ich würde sicher ein, zwei Eintrittskarten verkaufen. Ja. Also denken, ja, entweder wegen mir oder damit, ja doch schon wegen mir, damit ich drunter komme oder damit ich gewinne. Ja. Aber keine Ahnung, die Leute wissen auch, dass es immer gute Schlägerei gibt mit ihren Champions dort oder mit ihren Top-Leuten. Aber du bist jetzt nicht so der Bad Guy, der wendet, dass du jetzt verklopft wirst und so. Du hast auch ein bisschen deine Fans dort, oder? Ja, ich bin einfach der Posterboy. Oh. Ich bin nicht der Bad Boy, ich bin der Posterboy. Ist das? Das soll mein Limit sein. Wegen dem guten Aussehen? Hä? Wegen... Das habe ich gesagt. Du bist ein bisschen der Exot unter den Russen, oder? Ja, ich denke, im Allgemeinen bin ich ein bisschen exot, wenn es um die Stelle geht und so. Ah, okay. Aber nicht unbedingt, dass jetzt Russland und so ist. Also im Allgemeinen, sie verkaufen halt das ganze Paket sehr gerne und so. Ja. 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 Und halt auch die Stelle gut findet im Allgemeinen und so. Ja. Und halt eben halt wegen der Show und keine Ahnung. Ohne noch ein bisschen. Ja, ich meine, du hast auch ein bisschen neben dem Ring machst Show, ich komme mit der Maske rein und so, das ist eine gute Sache und so. Im Ring kämpfst du einen interessanten Stil, du gibst alles. Ja, und die Sache ist halt, dass die Leute das cool finden, dass ich meistens aus dem Kampf rausgehe, wie ich reinkomme. Oh, du meinst... Ja, ich bin jetzt nicht so viel mal als Pizza gegangen, so. Ja, ja. Zum Glück. Ja. Und dass das die Leute halt auch interessant finden, so sagen. Du kannst härte Kämpfe, aber genau gleich ausführst. Und dort schaust du, dass du nicht so viel Damage nimmst. Ja. Was ist jetzt speziell in Russland? Was unterscheidet in Russlands Kämpfe zu noch jemand anders? Es kommt immer ganz davon, wo. Aber ich sage einfach so, Russland. Ich sage, wenn du in Russland behauptest als Kämpfer, jetzt, vor allem was MMA anbelangt, so, dann. Keine Ahnung. Das heisst halt einfach was, weil die Russland einfach verdammt tough in sich sind. Ja. Und viele Leute scheuen das mit, das Ding Russland. Dass sie einfach finden, gehen wir lieber irgendwo anders hin, um unsere Leute aufzubauen, anstatt auf Russland. Weil man meistens Leute nicht kann aufbauen in Russland als Ausländer. Also es wird einfach eben einladen zum Verlieren. Mhm. Und es hat einfach das Ding-Potenzial dort so. Das Potenzial der guten Leute ist unheuer hoch. So. Sie haben so viel Dichte von den guten Leuten, ist unheuer hoch. So. Ja. Extrem viele gute Leute sind dort. Ja. Eben wie gesagt, hast du, ja, das ist, was du jetzt kämpfst, ist ein Unbekannter und so. Ja, ich habe ihn nicht gekannt vorher. So. Ja. Wir sind sehr am Kämpfen, so, an dem Event, wo ich war. So. Und dann haben wir gesagt, fuck, der Typ ist gut und was höre ich. Einen Tag später, nein, nicht einen Tag später, zwei Wochen später, das ist im Gegner die nächste. Ich habe noch nie was gehört von dem. So. Ja. Und wie gesagt, man hat einen guten Rekord und kann schlagen. Es ist ja für uns so, da gibt es unheuren viel und unheuren viel gute Kämpfer und so, aber für uns tönen die alle gleich und man sieht es nicht so oft und es sind so Veranstaltungen, die man vielleicht mal im Internet herunterladen, aber da sind es alles mit russischem Kommentar, man weiß nicht so genau, wer die sind und so. Ist wie so ein bisschen eine eigene... Das ist auch nicht das Interesse von den Dingen, das ist ja auch das Problem, das Interesse für so Sachen ist bei denen halt eben Russland. Wie gesagt, es läuft im Staatsfernsehen. Mhm. Und in Russland selber kennt ich denke jeder, der etwas mit dem Sport zu tun. So. Ja. Weil halt eben, wie gesagt, das wird äußerst wie wäre wie bei uns. Wenn es würde, keine Ahnung, im Schweizer Fernsehen laufen. Ja. Dann kennen die Leute einfach so, wenn irgendwie jede Woche im Schweizer Fernsehen Kämpfe sind. So. Ja. Oder? Ja, ja. Aber und eben auch so Trailer, die laufen irgendwie einen Monat vorher schon im russischen Nationalfernsehen die ganze Zeit.
die haben gar nicht so. Die russischen Kämpfer, nehme ich mal an, haben jetzt nicht unbedingt so ein bisschen den Drang, irgendwie in den Westen oder auf Amerika zu gehen und dort irgendwie Kämpfe zu machen. Doch. Ah. Ja, voll. Bellator hat die. Ja, die Pforten nicht so offen gewesen. Jetzt haben halt ein paar Kämpfer die Pforten aufgemacht. Ja. Weil Amerika hat jetzt langsam auch gemerkt, dass, ja, irgendwie sind jetzt Leute halt trotzdem unterhalten von den Russen. Ja. Ja, und es hat die auch gut, ja, oder? Oder mit jedem, den ich bis jetzt geredet habe, erstens fragt jeder mich, wenn ich ins UFC will, und selber haben auch alle ins UFC, die über Top-Leute. So. Okay. Oder einfach auf Amerika im Allgemeinen. So. Ja. Ja. Bellator hat so jene Russen gebracht, im UFC hat es jetzt doch auch zwei, drei dort. Ich meine, gerade mit dem Khabib Nurmagomedov ist ja ein absoluter Titelkandidat dort dabei. Ja, eh, und dann haben sie so den Rustam, der ist auch sehr gut. So. Mhm. Einfach unterhaltsame Leute. So. Mhm. Die eben halt auch unterhaltsam kämpfen, sondern dort halt von irgendwo her kommen, mit irgendwelchen super Rekord, aber dann trotzdem den Top-Leute im UFC ein schweres Leben machen. So. Ja. Ja. Dann kannst du es nicht außer Acht lassen, wenn du siehst, was für Leistungen die Typen erbringen. So. Eine riesige Szene und du bist jetzt mit drin, als eben, wie gesagt, ein kleiner Exot. Wenn dir jetzt jemand will sagen, du kämpfst jetzt noch irgendwie zwei, drei Jahre dort und so, verdienst dein Geld und alles, wärst du mit so einer Zukunftsperspektive einverstanden? Es kommt immer davon, wie dick der Schick ist. Ja, es geht ums Geld. Absolut. Aber schlussendlich so, es kommt ganz darauf an, so, weil es ist auch nicht unbedingt denen ihre sie wollen mich schon was. Jetzt beispielsweise die Free Fight Nights hätten mich auch sehr gerne im US. So. Ja. Okay. Dann sie halt dann durch das ihre Events können vermarkten. Das ist unser Typ. Das ist dann auch so laufen lassen. So. Aber wie gesagt, promotechnisch machen sie es gut für mich. So. Ja. Weil ihnen ist es wichtig, mich zu pushen. Ja. Was jetzt beispielsweise bei anderen Events in Russland nicht so der Fall war, weil sie halt einfach gedacht haben, so, er ist kein Russ. Ja. Aber ihnen ist das scheißegal, weil sie halt eben gesehen haben, halt, dass du vielleicht eben Fanbase hast in Russland und die Leute dich wollen gesehen. So. Ja. Und es bringt ihnen auch was, wenn sie dich nachher vermarkten. Ja. Oder eben sagen, die, wir bringen dich nicht die UFC. So. Keine Ahnung. Sind sie noch so froh, es ist mir scheißegal, sie werden sogar geil. Aber sie helfen dir in dem Sinne nicht dabei, jetzt mal rein kontaktmäßig oder so? Also was meinst du kontaktmäßig? Ich habe ja Kontakt selber, das ist nicht so. Ah, okay. Aber das Ding ist, sie helfen dir ganz bestimmt in dem, dass sie eine gute Plattform bieten. Absolut. Und super Werbung für dich machen. Das ist nicht so. Ja. Und sie würden es eher wahrscheinlich als andere machen. Also jetzt beispielsweise halt eben dich probieren, wieder dort hineinzubringen. Ja. Aber das ist nicht mehr eine Frage, wie ich das will. Ah, okay. Weil ich dann nicht darum verpflichtet bin, was ich nicht unbedingt tut. Genau. Bei meinem eigenen Boss. Stehst du dann immer noch in Kontakt mit dem Joe Silva? Ja, man kennt ja die Leute, oder? Wie gesagt, das ist ja... Keine Ahnung, wenn du in einem anderen Business bist, kennst du auch die wichtigen Leute. Meistens. Ja. Vor allem, wenn du in einem Business bist, wo es darum geht, den Kontakt zu pflegen. Ja. Updaten halt, was du gerade machen, ist fertig. Ja. Und was kommt? Und was kommt das Feedback zurück? Hä? Und was kommt damit das Feedback zurück, wenn sie dich updaten? Kampf gewinnt. Okay. Okay. Ja, Kampf gewinnt. Ich meine, du bist sie am gewinnen. Jetzt hast du zwei hintereinander gewonnen. Du bist 3-5-1 in den letzten 6 Kämpfen. Also ich meine, du bist sie am gewinnen, oder? Ja, ist schon klar. Aber eben, hast du ja 5-1. Und das Eis hätte eben auch nicht müssen sein. Und dann wäre es auf einer ganzen Linie gewesen, aber das Eis ist zwischendrin passiert. Und das ist das Problem. Ja, ja, gut, aber das ist ja nicht ich gegen... Bad luck. Ja, ja, aber es war ja in einem 5-Runden-Titelkampf gegen den Rashid Magomedov gewesen. Also, ja. Das wäre eben genau der richtige Kampf gewesen. Wenn ich die gewonnen hätte, wäre ich dort schon durchgesichert. Also ich sage mal, jetzt weiss man ja ziemlich genau, dass es im nächsten Jahr etwa, was gibt es, 7 oder 8 Veranstaltungen in Europa von der UFC. Vieles werden wahrscheinlich so UFC Fight Nights sein, so ein bisschen kleinere Cards und so. Ich meine, das müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht irgendwo ein Plätzchen frei ist für den Yasube. Ja, wenn ich dann im Main-Event bin, schon, aber nicht auf Facebook Undercard.
sonst würde ich mich nicht wundern, dass wir viel Geld zahlen. Ah, du wolltest als Main Event einsteigen? Nein, ich wollte einfach Geld verdienen. Ja, das Geld. Ist ja... Und die Sache ist, wenn man so gekämpft hat, dann weisst du, wo man viel Geld verdient. Ja, klar. Main Card oder Hauptkampf. Ja. Das ist jedem Veranstaltung das Gleiche. Es ist egal, ob das UFC Fight Night oder irgendwas sonst ist. Gut, aber ich meine, du bist jetzt international, kann man sagen, von dem her ein Bekannterer und von dem und darum wäre jetzt wahrscheinlich... Ich überlege, weil in Russland auch viel gekämpft habe in letzter Zeit. Das ist die Sache, wenn sie würden, irgendwo können draufgehen können, wäre es vielleicht Japan, vielleicht Russland. Ja. Aber beispielsweise so in Deutschland, England, vergiss es. Ja. Du wirst nie und nimmer auf den kommen. Weil dann gehe ich wieder einen Engländer drauf, der ein Ding hat, so einen Namen gemacht hat. Ja. Oder wo einfach ein Bekanntheitsblatt dort setzt und dann nehmen sie Einheimischen. Natürlich, wenn ich würde in Russland kämpfen, dort könnte ich das schon machen. So. Ja. Also du sagst, aufgrund von deiner, von dem, dass du halt in Japan und in Russland kämpft hast in der letzten Zeit, dass von dem her nicht interessant ist für sie? Nein, nicht interessant, aber sicher nicht, wenn es dir ein Ding gibt, keine Ahnung. Du musst gewisse Namen einfach geschlagen haben, so. Ja. Wenn du jetzt bist, du bist dann eben mit... Keine Ahnung, weißt du... Es ist gut, eben nicht so einfach, so. Das ist halt einfach... Ja, das ist gut. Ja, es ist relativ hoch gerankt, außerhalb von der Team. Ja. Von der UFC, aber... Das Problem ist... Nein, ich kann das eigentlich gar nicht sagen, was das Problem ist oder so. Ja. Könnt ihr jetzt nicht sagen. Also, ich nehme nicht an, dass ihr einen 6-6-Vertrag anbieten würdet. Sehr wahrscheinlich schon. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Mit den doch, Leuten, die du schon... Ich habe jetzt noch nie Interesse. Ich habe jetzt noch nie wirklich Interesse gezeigt. Bin ich gleich im Wert für den Vertrag anbieten, 100%. Ja. Und da würdest du sagen, nein. Ich würde es mal anbieten als erstes. Ja. Die Sache ist, ich muss jetzt von denen das Phone kriegen, nicht das Telefon machen. Bis jetzt habe ich noch nie irgendwas gehört von der Rede. Ja. Das ist so. Ja. Aber es wäre auch okay, wenn das jetzt sich nicht realisieren würde und du deine Karriere würdest in Russland fortsetzen würdest. Ja, wie gesagt, ein paar Siege mehr und dann kannst du anfangen zu diskutieren, das ist doch. Ja, ja. Aber jetzt gerade. Also jetzt sagen wir es jetzt blöd, ich würde jetzt die nächsten 2 Kämpfe gewinnen, könnte ich sicher mit ihnen wieder ins Gespräch kommen, aber ich wüsste nicht, wie ich auf das könnte rauskommen, wo ich würde wählen. Ja. Ja. Ich habe jetzt das Angebot für KSW, dort wüsste ich ja, das würde interessant werden, wenn ich dort würde gewinnen, aber sie bieten mir scheiß Geld. Ja. Ja, ich weiß ja, dass die UFC die nächsten 2 Events in Ding macht, in Polen macht sie. Ja. Und ah, okay. Dann wäre es natürlich wieder interessant, aber die Sache ist halt auch viel besser. Die Kohle stimmt also überhaupt nicht. Ja. Wieso geht KSW so unten rein mit den Preisen? Es ist gar nicht unten rein. Anders ist es auch gutes Geld. Es ist einfach viel weniger, als ich jetzt kriege. Ja. Okay. Das ist halt einfach so. Wenn ich zu einem anderen Leuten sage, die sagen, ja, es ist gutes Geld. Aber das Problem ist, sie wissen, die Leute, denen muss ich das sagen, die wissen, was ich jetzt kriege. Und... Keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch, dass in Russland viel mehr kriegen, also wieso soll ich für viel weniger Geld? Aber längerfristige Verträge würdest du jetzt zum Beispiel in Russland nicht mehr unterschreiben? Ja, die haben jetzt schon einen Vertrag angeboten. Aha. Für das nächste Jahr einfach 4 Kämpfe. Aber es wäre nur mehr Russland jetzt von sich. Und ich könnte mal gut irgendwie dort auswärts. Und ich könnte Teil davon sein, wie das Angebot von einem grossen Event kriegen, würde es das auch zulassen. Oder ist ein super optimaler Vertrag, oder? Ja, ich habe nicht unterzeichnet. Ja. Ja, da spielen wir immer noch andere Faktoren mit. Wie gesagt, ich habe viele Sachen jetzt gerade umgehen. Super. Immer wenn Kämpfe sind, mit ganz vielen Sachen zusammenkommen. Also. Meistens so. Ja. Ja, Subi, danke vielmals
für das Interview. Ja, es ist wirklich, ja, es ist wie immer super interessant. Du gibst uns wirklich einen super Einblick, so ein bisschen hinter Kulissen, was eben auch so läuft. Auch so ein bisschen, halt der geschäftliche Aspekt von dem Ganzen. Das ist halt auch so. Es geht nicht nur immer um Ehre und Kampf und das weiß ich was, sondern es geht eben auch um den Kläuber, weil man muss eigentlich davon leben können. Das ist auch absolut so. Ja, du kannst schon Ehre und Kampf machen, aber dann trifft dich im Wald weniger mit. Und so. Aber eben, wenn du auf Kultur folgst, ja, genau. Dann ist es nur ein Business, dann ist nichts mehr mit, weiss ich nicht was, gar nicht, wenn du auf Kultur folgst. Und wenn du Fragen stellst, von wegen, hey, bist du jetzt 30 und nicht aus dem Wald, was sind deine Pläne oder wie lange willst du es noch machen, dann, eben wie gesagt, ich habe das gar nicht, dann kannst du dir nicht. Ja. Ich will Meister werden und ich will eben, ich will auf jede Frage antworten. Ja. Absolut, und du bist ein Profi, du machst das berufstätig und darum musst du ja Geld verdienen und darum ist das auch so, wie es ist. Du kämpfst das nächste Mal am 26. Oktober, Fight Night Battle of Moscow gegen den Albert Tumenov. Ich wünsche dir alles Gute, auch jetzt noch in der letzten Zeit vor der Vorbereitung und dann im Kampf selber. Und ja, mit einem guten Resultat weitergehen. Super. Super. Danke vielmals. Danke dir. Merci. Das war der Yasube Enomoto. Immer ein interessanter Blick, so ein hinter Kulissen von dem, was läuft, so ein im Cage oder im Ring. Wir danken ihm selbstverständlich fürs Gespräch nochmal und wünschen ihm viel Glück bis im Kampf. Wenn ihr Informationen über ihn wollt, dann folgt ihm noch auf Facebook. Yasube Enomoto. So, das wär's gewesen. Sorry, ich bin ein bisschen heiser geworden. Das wär's gewesen für MML of Podcast Episode 31. Ich möchte mich nochmal herzlich bei unseren Gästen bedanken. Beim Ivan Musardo. Wie gesagt, er kämpft am Samstag in Bulgarien. Ein weiteres Dankeschön, selbstverständlich an Kenji Bortoluzzi und am Rasim Lemberanski. Sie kämpfen gegeneinander am 26. Oktober in Deutschland. Und ein herzliches Dankeschön auch an Yasube Enomoto. Er kämpft am 26. Oktober in Moskau. Herzliches Dankeschön denen allen. Herzliches Dankeschön auch an unseren Lieblingssponsor Solcoware.com. Alles für Brazilian Jiu-Jitsu, MMA und Thai Boxing. www.solcoware.com. Danke alle Riesen für die geilen T-Shirts. Eins haben wir übrigens noch, wenn ihr es wollt, sagt es mir. Und das könnt ihr mir sagen und auch sonst alles und irgendetwas, was ihr wollt sagen, auf mmalofpodcast@gmail.com, auf Twitter mmalofpodcast, Facebook mmalofpodcast, Instagram mmalofpodcast. Einfacher geht's gar nicht mehr. Danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao zusammen.